Herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion in der Reihe der netzpolitischen Bildung. Eine Reihe, die schon seit über 1,5 Jahren seitens der Grünen Bildungswerkstatt ausgeht. Wir haben schon eine Reihe von Themen abgehandelt. Heute besprechen wir das Thema Urheberrecht im digitalen Zeitalter. Es ist sozusagen ein kulturpolitisches Thema als auch ein netzpolitisches Thema und noch viel mehr darüber hinaus. Das ist aber das Spannende daran. Möchte aber jetzt schon gleich das zum Anlass nehmen, auch auf die nächsten Veranstaltungen aufmerksam machen, also die nächsten netzpolitischen Gesprächsrunden, die wir haben, alle hier im Depot wieder. Und zwar am 26. Mai geht es um Digital Education mit Harald Walser. Da wollen wir das Thema, was bedeutet es eigentlich, das gesamte Wissen des WWWs in der Hosentasche zu haben für die moderne Bildungspolitik. Und am 17. Juni wollen wir gemeinsam mit Sigi Maurer, die Wissenschaftssprecherin der Grünen, über Open Access und da geht es um ein wissenschaftliches Thema diskutieren. Das sind sozusagen die nächsten Themen in diesem Halbjahr 2014. Aber heute geht es einmal ums Urheberrecht. Ich freue mich dazu, Experten links und rechts von mir zu haben. Wir haben sehr intensiv eingeladen, damit wir, was wir üblicherweise auch immer haben, ein paritätisch besetztes Podium zu haben. Es haben uns reihenweise ausgerechnet bei diesem Thema die Frauen alle abgesagt. Ich wollte das natürlich hier nur erwähnen, weil das war auch jetzt nicht in unserem Sinne, dass es eine reine Männerrunde ist. Aber wir spiegeln ja fast auch das Publikum wieder mit erfreulichen Ausnahmen. Also in dem Sinne herzlich willkommen. Rechts von mir ist Kulturhistoriker Joachim Losehand, der ja auch netzpolitisch sehr, sehr aktiv ist, unter anderem bei Vibe. Und das kann man so sagen, der Experte in der netzpolitischen Community, wenn es ums Urheberrecht geht. Links von mir von Focus, ein Ökonom, Paul Steppan. Paul Steppan muss leider um 20 Uhr gehen. Das heißt, um 19.45 Uhr werde ich radikal einmal Schluss machen. Dann könnt ihr nämlich ihn noch direkt Fragen stellen, weil er dann weg muss. Und wir bleiben dann aber da. Und zu meiner äußersten Linken, Wolfgang Zingel, Kultursprecher der Grünen. Und so gesehen sind wir, also ich als netzpolitischer Sprecher und du als kulturpolitischer Sprecher mit diesem Thema ja schon sehr, sehr lange Hand in Hand unterwegs und wir haben uns ja schon sehr oft mit diesem Thema beschäftigt. Das Urheberrecht, da sind sich eigentlich alle einig, gehört im digitalen Zeitalter modernisiert und neu gemacht. Das diskutieren wir nicht nur in Österreich, das wird eigentlich in fast allen Staaten dieser Erde diskutiert, aber noch kein Staat, ihr könnt mich aber gerne korrigieren, hat die Lösung gefunden, wo wir jetzt alle sagen, so, das ist jetzt ein Best-Practice-Modell, jetzt sagen wir das schwedische, das dänische oder das neuseeländische oder das isländische oder was auch immer Modell, das nehmen wir jetzt auch, aber dieses Modell gibt es noch nicht und offensichtlich ringen noch immer sehr viele Menschen sehr intensiv um dieses Thema, so auch in Österreich. Dazu gab es Künstlerinneninitiativen, es gab aus der Elektronikwirtschaft Initiativen, es gab von der politischen Seite her immer wieder Initiativen und eines der Schlagwörter, die man dann immer wieder hört, ist die Kulturflatrate ist eines oder die Haushaltsabgabe, was in dem Fall dasselbe wäre. Die Festplattenabgabe ist immer ein großes Thema und ist auch aktuell ein riesiges Thema, zumal es ja auf der einen Seite auch Gerichtsverhandlungen gegeben hat zu diesem Thema und auch der Minister Ostermeier, der dafür zuständig ist, zuerst bereits eine Festplattenabgabe angekündigt hat, nunmehr aber das Ganze noch einmal überprüfen lassen möchte. Wolfgang, vielleicht kannst du uns jetzt einmal als der kulturpolitisch zuständige Mensch uns die aktuelle Situation etwas erläutern. Also wo stehen wir da derzeit von Seiten der Regierung? Also was ist da an Vorhaben zu erwarten? Und ja, wo stehen wir jetzt gerade? Naja, danke für die Einladung. Und wo wir stehen, wir sind ja da lauter Fachleute. Ja? Also das ist ja, wir werden ja eher so einen Fachdiskurs jetzt führen und daher brauche ich nicht groß sagen, wo wir stehen. Wir haben
eine Regierung, die darauf bedacht ist, in dieser Periode irgendetwas auf dem Sektor zu machen, mit dem möglichst viele zufrieden sind. Und wie wir das in der letzten Regierung auch hatten, sind das die zuständigen Justizministerin, was damals, und Kulturministerin und jetzt Justizminister und Kulturminister, die auf dem Sektor etwas zu sagen haben. Und wie bei der letzten Regierung, wo eigentlich ganz schnell die Festplattenabgabe als die Lösung, die für alle am gangbarsten getätigt werden kann, zunächst einmal im Mund der beiden zuständigen Ministerinnen war, um dann gewaltig zurückzurudern, hatten wir es jetzt auch am Anfang dieser Regierungsperiode mit zwei Ministern zu tun, die kaum war irgendwie das Thema für sie am Tisch, sofort gesagt haben, Festplattenabgabe, ja, das ist sozusagen der Schlüssel, und mit dem man das Tor aufsperren kann und alle sind zufrieden. Und dann haben sie gleich mal gesagt, Festplattenabgabe kommt und jetzt wird schon wieder zurückgerudert ein bisschen. Ja. Nicht so stark wie ehedem, aber doch. Und bei der SP, also beim Ostermeier mehr, habe ich das Gefühl, als bei der ÖVP, die ja als ÖVP sich um das Thema überhaupt kaum kümmert. Ich meine, die Pekta ist zwar ziemlich gut informiert, aber hat, glaube ich, andere Sorgen im Zusammenhang mit der Hypo. Und letztendlich bleibt es beim Justizminister hängen, und der hat im letzten Justizausschuss sehr deutlich gesagt, auf meine Anfrage, wie es denn damit stehe, dass er unabhängig von irgendwelchen Diskussionen jetzt einmal die Festplattenabgabe weiterhin favorisiere. Und wenn er das jetzt mit dem Ostermeer auch so besprechen würde, wie er das auch gesagt hat, dann nehme ich an, dass das jetzt bald einmal kommt. Ja. Und das ist eine Politik, die mir nicht ganz sympathisch ist, weil sie das Interesse darauf legt, in möglichst absehbarer Zeit irgendwas zu erledigen, um das Thema wegzubekommen und nicht in Richtung einer zukunftsorientierten oder aber gegenwartsorientierten Lösung sucht. Und das Problem sehe ich, und dann bin ich schon wieder fertig für die Einleitung, das Problem sehe ich leider auch bei sehr vielen Interessensverbänden, dass sie halt für ihre kurzfristigen Interessen jetzt da irgendwie mehr Geld lukrieren wollen oder Recht haben wollen keine Festplattenabgabe, schon eine Festplattenabgabe durchsetzen wollen, ohne daran zu denken, was das längerfristig, und wenn ich längerfristig sage, meine ich ja eigentlich die Gegenwart, aber was das eigentlich bedeutet, sofort nach Beschlussfassung. Ja. Also gehen wir davon aus, dass jetzt angenommen im Herbst eine Festplattenabgabe beschlossen wird, dann haben wir danach genau die Diskussion, die es in Deutschland jetzt schon gibt, ja. Nämlich die Festplattenabgabe gibt es ja in Deutschland schon länger, und dann haben wir die Diskussion hier wie dort auch, weil die Festplattenabgabe hat, an der grundsätzlichen Debatte, was ist denn ein sinnvolles Urheberrecht, wie können Kunstschaffende oder überhaupt Produzierende besser finanziell abgedeckt werden, langfristig abgedeckt werden, wie kann Rechtssicherheit entstehen, wie können auch alle anderen Interessen, die mir jetzt noch dreieckig aufziehen werden, befriedigt werden, überhaupt nicht berücksichtigt bzw. nicht befriedigen kann. Ja, so, das ist sozusagen der Status quo, da stehen wir gerade. Naja, dann gibt es noch das EuGH-Urteil, das Sie auch alle kennen und das ich vielleicht noch kurz erwähnen darf, das jetzt also in einer Art und Weise entschieden hat, wo wir sagen, das war zu erwarten. Ja, natürlich, also was soll der Europäische Gerichtshof anderes tun, als sich an das halten, was in den entsprechenden Richtlinien steht. Und der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass ein Entgelt der Privatkopie, also bei der Möglichkeit, privat zu kopieren, auch ein entsprechendes Entgelt fließen muss, durchaus unabhängig davon gesehen werden muss, dass solche Kopien illegal sein können. Das heißt, diverse Entgelte in verschiedenen Staaten können die unberechtigten oder illegalen Kopien nicht berücksichtigen. Und das bedeutet halt dann schon größere Probleme für manche Flatrate-Modelle, auch für das, was wir haben. Aber wir haben mit dieser
Hürde nicht nur gerechnet, sondern sie entspricht der europäischen Gesetzgebung zurzeit und da muss halt auf europäischem Feld und in Europa ein bisschen was passieren jetzt. Das ist halt nicht mehr so eingeschränkt auf eine Nation, wiewohl eine Nation immer wieder anfangen muss, irgendwas Progressives zu machen, damit die anderen nachhinken können oder das nachvollziehen können. Wir hatten das Gleiche ja auch beim Entgelt der Privatkopie im Zusammenhang mit Kassettenrekordern und Tonbandgeräten, bei der sogenannten Leerkassettenvergütung, wo Österreich als erste Land war, das vorgeprescht ist. Und in der Zwischenzeit machen es die meisten auch. Ja. Okay. Von der Politik jetzt gleich mal zu den netzpolitischen NGOs. Es gibt ja aus eurer Sicht sicher das auch zu bewerten, die aktuelle Diskussion um die Festplattenabgabe, da würde ich auch ein Statement bitten, noch mit der zusätzlichen Frage. Wir haben ja in Österreich schon eine Tradition mit der Leerkassettenvergütung, die damals eingeführt worden ist. Und es gibt nicht wenige, die sagen, Festplatten sind demnächst ungefähr so eine Technologie wie heute die Kassetten, weil man eigentlich die Musik oder die Kultur, die man konsumiert, gar nicht mehr auf einer Festplatte abspeichern wird in Zukunft. Ist eigentlich die Festplattenabgabe eigentlich auch schon wieder überholte Technologie? Also überholte Idee, weil Festplatten sozusagen schon nicht mehr up-to-date sind? Ich meine, eine der Schwierigkeiten ist ja im Grunde genommen, dass wir mit dem gerätebasierten System viele verschiedene technische Geräte oder Speichermedien gleichzeitig haben. Also es gibt wohl jetzt wieder so ein gewisses Revival auch der Musikkassette. Es wird nach wie vor etwas auf Leer-CDs gespeichert. Es wird was auf Handys gespeichert oder nicht gespeichert. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Geräte, die alle natürlich auch, und das sehen wir, wenn man im Vergleich zum europäischen System da irgendwie einen Überblick gewinnen. Es gibt unterschiedliche Tarife, es gibt unterschiedliche Bemessungsgrundlagen und eben unterschiedliche Gerätearten, die alle, und jetzt haben wir dann als nächstes noch die Cloud, die ja auch möglicherweise im Rahmen einer Speichermedienabgabe vielleicht vergütet oder bepreist werden soll. All diese Dinge müssen wir irgendwie unter den Hut bringen und haben dann also sehr lange und sehr differenzierte und durchschnittliche Betrachtungen, was wer wie auf welche Weise nutzt, wie viel Schaden wird damit angerichtet, wie hoch ist das. Das OGH-Urteil hat klar festgestellt, dass nicht jedes Gerät, das sozusagen für eine Privatkopie geeignet ist, auch gleichzeitig vergütungspflichtig ist. Das heißt, man streitet sich, und das ist vielleicht auch einer der Kritikpunkte unsererseits an der Speichermedien oder Speichergeräte oder Festplattenabgabe, man streitet sich im Grunde genommen sicherlich auch weiterhin in Zukunft um jeden einzelnen Tarif, um jede einzelne Höhe und um die Frage, ist das Gerät, das da jetzt irgendwie bepreist werden soll, tariflich eingeordnet werden soll, richtig eingeordnet worden? Oder ist vielleicht der Schaden, den die Privatkopie auf dem Gerät anrichtet, in Anführungszeichen, ist der nicht im Grunde genommen mit 0 Euro oder 0 Cent zu bewerten? Und all das, das sehen wir in Deutschland genauso. Es wird ständig im Grunde genommen ein Gerichtsverfahren angestrengt, es werden Verhandlungen geführt. Die ZPÜ hat jetzt Anfang 2014 es wieder geschafft, einen Gesamtvertrag abzuschließen mit den Elektrogeräteherstellern und den Händlern, also den sogenannten Erstinverkehrsbringern. Und das ist was, was meines Erachtens uns in Österreich hier genauso drohen wird. Wir haben vom OGH momentan auch die Ansicht, Festplatten sind vergütungspflichtig. Das heißt also, eigentlich bräuchte es so der OGH überhaupt keine Gesetzesänderung. Man könnte jetzt gleich schon, und das war ja dann auch die Entscheidung, das wieder zurückgeben an das Erstgericht, das sich dann mit den Tarifen auseinandersetzen muss oder mit der Frage, wie hoch wird was vergütet. Und das Zweite ist, lohnt sich das überhaupt auf Dauer? Es wird gern gesagt, das System sei bewährt. Lohnt es sich auf Dauer wirklich ständig wegen jedem neuen Gerät, wegen jeder neuen Nutzung oder auch einer Veränderung des Konsumverhaltens, wieder neue Tarife, neue Überlegungen und im Endeffekt eine neue Gerichtsstreitigkeiten anzustrengen. Und da ist halt dann der Gedanke zu sagen, machen wir doch ein System oder überlegen wir uns etwas,
das auf diejenigen abzielt, die diese Privatkopien erstellen. Nämlich also nicht das Abspeichern von Kopien auf einzelnen Geräten zu bewerten, sondern die Nutzungshandlung selber zu bewerten und die Nutzungshandlung eben direkt unmittelbar auf die Nutzer umzulegen. Das kann man auch in der Durchschnittsbetrachtung machen. Analoge Kopien von analogen Werkstücken, genauso wie digitale Kopien von analogen Werkstücken, wo es heißt, einfach was einscannen, oder eben von digitalen, also digitale Kopien von digitalen Kopien machen, soweit es überhaupt eine Privatkopie heutzutage noch ist. Und das ist heute das Nächste. Streaming-Angebote steigen zu, sind im Zunehmen begriffen und werden auch immer mehr benutzt. Und das Zweite ist, viele Kopien werden angefertigt im Rahmen von privaten Lizenzverträgen. Das heißt, iTunes zum Beispiel oder andere Anbieter haben, gewähren dem Endnutzer die Möglichkeit, eine gewisse Anzahl von Kopien auf verschiedenen Endgeräten gleichzeitig laufen zu lassen. Das sind streng genommen keine Privatkopien. Der Nutzer zahlt für jede einzelne oder für das gesamte Bundle an Mehrfachlizenz oder an Mehrfachnutzung eine Lizenzgebühr. Und das funktioniert also in dem Zusammenhang eigentlich auch ganz gut. Das ist halt auch die Schwierigkeit im Zusammenhang mit der illegalen Kopie, die Frage, was ist eine Privatkopie überhaupt? Und wenn man da eine Erhebung macht, die eine gewisse Durchschnittsbetrachtung dann zur Folge hat, könnte man eben sagen, siehe Haushaltsabgabe beispielsweise oder Kulturbeitrag im Rahmen einer Haushaltsabgabe, einzelne Haushalte zahlen entsprechend einer Durchschnittsbetrachtung ein Aufkommen und damit ist sowohl das Analoge, das heißt also das, was man am Kopiergerät an Kopien erstellt, als auch das, was man irgendwie an Sicherungskopien macht oder das, was man auf neuen Geräten, wenn man irgendwas ersetzt, auch wieder aufspeichert. Also das wäre damit dann alles inkludiert und dann würde sich halt diese ständigen und immer wieder sicherlich neu aufflammenden Streitereien, juristische Streitereien wie ökonomische Streitereien, auch in einem gewissen Maße eigentlich ersparen. Gutes Stichwort, ökonomische Streitereien. Können wir gleich weitergeben. Wie ist das Ganze aus ökonomischer Sicht zu bewerten? Ja, ich habe mir gedacht, ich ändere mein Narrativ einmal. Und fange ganz anders an und sage, ich bin für ein starkes Urheberrecht des Kulturschaffenden, der Einkommensmöglichkeiten gibt. Wofür das Urheberrecht gedacht war. Dafür brauche ich allerdings zwei Punkte. Das eine ist, ich muss die Rechte der Urheber gegenüber den industriellen Teilen des Sektors stärken, sodass sie in den Verhandlungen auch wesentlich bessere Deals rauskriegen. Es herrscht im Urheberrecht Vertragsfreiheit und Vertragsfreiheit ist eigentlich immer synonym mit das Recht des Stärkeren. Das heißt, der erste Punkt für ein starkes Urheberrecht im Sinne der Kulturschaffenden wäre das Urhebervertragsrecht. Zweitens, was ein starkes Recht immer ausmacht, ist, dass es verstanden wird und dass es gelebt wird. Beides ist im Moment nicht der Fall. Es funktioniert also auch da nicht und es kommt im Moment zu einer Situation, die wirklich eine Lose-Lose-Situation ist, wo auf der einen Seite eine unheimlich große rechtliche Grauzone ist und das Verständnis für das Urheberrecht sinkt, vor allem bei der jüngeren Generation, auf der anderen Seite das Recht auch nicht durchsetzbar ist. Also es bringt eigentlich weder den Kulturschaffenden noch den Konsumenten, Konsumentinnen was. Und das bringt uns in dieses Dilemma. Die klaren Verhältnisse, die wichtig wären für das Urheberrecht, für jedes Recht wichtig sind, sind jetzt noch einmal verunklart worden durch dieses neuerliche EuGH-Urteil. Da ist das Problem, dass bis jetzt war es nicht klar, in Österreich war es eigentlich so gelebt, dass man gesagt hat, es gibt die legale Privatkopie aus illegaler Quelle, mit gutem Recht, weil es relativ schwer ist, den Konsumenten, Konsumentinnen die Last umzuhängen
um zu recherchieren, wer etwas legal anbietet und wer nicht. Bei manchen ist es sehr offensichtlich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Movie 4K gehe und dort schon einmal der Stinkefinger mit Police drinnen steht, dann könnte man einmal davon ausgehen, dass das vielleicht tendenziell eher keine legale Plattform ist. Allerdings ist es eine Streaming-Plattform und das Streamen an sich wäre in Österreich schon wieder legal. Aber nur das Bereitstellen ist nicht legal. Genauso habe ich das Problem mit Torrent-Clients, wo ich zum Beispiel runterladen kann, ohne gleichzeitig raufzuladen. Gibt es? Bislang haben die Mehrheit der Juristen mir versichert, das wäre in Österreich nicht erlaubt, aber auch nicht strafbar. Großartig. Das heißt, auch Leute wie ich und wie alle, die wir hier am Podium sitzen und keine Juristen sind, beschäftigen sich sehr lange mit dem Thema und wissen de facto noch immer nicht, was man darf und was man nicht darf. Das fordert aber der EuGH jetzt ganz klipp und klar ein, indem er sagt, es gibt keine legale Privatkopie aus einer illegalen Quelle. Das heißt, jeder Konsument, Konsumentin muss das wissen. Wenn ich da jetzt an 12-, 13-, 14-Jährige denke, was die im Internet tun, sage ich, das ist vollkommen illusorisch. Das heißt, ich brauche in irgendeiner Form eine Rechtssicherheit. So, und jetzt kommen wir zur Festplattenabgabe oder Pauschalvergütung oder wie auch immer das Instrument heißt. Das ist eine nachgelagerte Diskussion, so wie ich das sehe, weil vorher einmal geklärt werden muss, was soll kompensiert werden. Und dort sind wir eben jetzt noch lange nicht. Bis jetzt hat es immer geheißen, die Pauschalvergütungen sollen eine Privatkopie abgelten. Der Markus Stoff hat das gestern auf einem anderen Podium dann sehr schön dargelegt. Es gibt in der Privatkopie, es gibt die Privatkopie heute so gut wie nicht mehr. Es gibt seit 2003 ein Gesetz, das besagt, dass Kopierschutz nicht umgangen werden darf. Damit fällt die Privatkopie von Filmen, die Privatkopie von E-Books einmal weg. Die gibt es nämlich praktisch nicht ohne Kopierschutz. Die dritte größere Sparte, die ich mir anschauen kann, ist die Musik. Dort ist in den Lizenzmodellen, wenn ich mir iTunes, Spotify, was auch immer anschaue, das immer so geregelt, entweder dass ich sowieso streame oder dass ich es auf mehreren Geräten speichern darf. Das heißt, das ist in den Lizenzmodellen bereits abgegolten. Das kann ich nicht noch einmal abgelten. Das heißt, wirklich legal kopieren, und wir haben da zu zweit eine Zeit lang nachgedacht, kann man auf das, was wir gekommen sind, eigentlich nur mehr Filme aus dem Fernsehen mit einem Festplattenrekorder. Alle anderen Möglichkeiten sind entweder illegal und deshalb kann ich sie nicht kompensieren, oder sie sind bereits lizenziert. Dann kann ich sie auch nicht kompensieren. Das heißt, die die Kompensation von legalen Handlungen ist mittlerweile so klein. Da reden wir irgendwie um 100.000, 200.000 Euro, vielleicht um 500.000 Euro im Jahr, aber sicher nicht um 20 Millionen. Und das bringt uns in diese Situation, wo wir auf der einen Seite eine Realität haben, wo natürlich massig kopiert wird. Und natürlich ist es vollkommen richtig, dass sehr viele Inhalte auf privaten Festplatten liegen, oder gestreamt werden oder verschoben werden und kopiert werden etc. Aber das ist alles nicht legal. Und wenn es nicht legal ist, kann ich es nicht kompensieren. Ich kann nicht Schnellfahren verbieten, dann sagen, alle Autofahrer müssen trotzdem sicherheitshalber Pauschalvergütung zahlen und wenn es einzeln erwischt, dann noch einmal. Weil dann werden sie zu Recht sagen, ich habe das ja schon in der Pauschalvergütung gezahlt. Das heißt, das, worauf es ankommt oder das, worum es geht, ist, dass man in irgendeiner Form einen Abtausch findet und sagen kann, okay, Konsumenten, Konsumentinnen, User, Userinnen dürfen das im Netz. Dafür nehmen wir diesen Teil sozusagen aus einer Marktverwertung raus und güten ihn pauschal ab. Diese Möglichkeiten sind mehr oder weniger auf nationaler Ebene im Moment ziemlich genommen. Also es ist fast nichts, was man tun kann auf nationaler Ebene, vor allem durch dieses EuGH-Urteil, das jetzt gekommen ist.
Das heißt, der EuGH hat eigentlich indirekt über die Hintertür quasi die Pauschalvergütung abgeschafft. Das, was jetzt wichtig wäre, und das hat er den Ball sozusagen an die Politik zurückgespielt, und das sehe ich jetzt wirklich wieder als große Chance, das, was wichtig wäre, ist, dass man jetzt vor allem auf europäischer Ebene, aber du hast vollkommen recht, es geht auf europäischer Ebene nicht, wenn das nicht Nationalstaaten anschieben, Lösungen findet, wie man, und das muss die Stoßrichtung sein, so den User, die Userin aus diesem ganzen Ding wieder rauszieht, sodass man als Otto-Normalverbraucher, Anna-Normalverbraucherin eigentlich quasi nicht mehr strafbar werden kann, außer vorsätzlich. Und diese Nutzungshandlungen, und ich rede jetzt absichtlich von Nutzungshandlungen und nicht mehr von der Privatkopie, diese Nutzungshandlungen so weit legalisiert und dann eben pauschal abgibt. Und das können dann auch relativ hohe Beträge sein. Also da können wir auch weit über den 20 Millionen liegen. Allerdings muss auf der anderen Seite klar sein, wofür es geleistet wird. Okay. Ja, danke. Es ist jetzt eine ganz gute Frage gestellt worden, die möchte ich gleich weitergeben, mal aus netzpolitischer und aus politischer, netzaktivistischer und was ist Netz-NGO-Sicht und aus politischer Sicht. Was soll denn vergütet werden? Weil das ist ja eine ganz entscheidende Frage, weil man damit ja auch die Frage stellt, was soll nicht vergütet werden? Und damit sich automatisch auch die Frage, was soll eigentlich legalisiert werden und was ist nach wie vor illegal? Gibt es da irgendwelche Vorstellungen von euch? Ja, schon. Man muss natürlich schon auch sagen, also ich bin jetzt mit dem Paul nicht ganz einer Meinung. Ich habe mich auch mit Markus Stoff per E-Mail darüber unterhalten, nämlich über die Frage jetzt, gibt es keine Privatkopie mehr oder wie schaut das aus? Wir haben analoge und wir haben digitale Privatkopien, wir müssen das unterscheiden. Und wenn wir darüber reden, was wir noch im Grunde genommen im Internet an sogenannten sozialen oder kulturellen Alltagshandlungen haben, die Menschen ganz automatisch machen, also Dinge miteinander teilen, auf Facebook, in sozialen Netzwerken oder auf Plattformen wie YouTube, dort ihre eigenen künstlerischen oder mit künstlerischem Anspruch produzierten Werke teilen und verbreiten, dann ist das was anderes als eine Privatkopie. Also rein systematisch. Das hängt mit der Privatkopie, also der Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch nicht zusammen. Da sind ja dann immer auch noch eine gewisse Art der Öffentlichkeit dabei. Wenn wir über Privatkopie reden, gibt es keine Öffentlichkeit, außer unser Freundeskreis von 7 bis 10 Menschen, irgendwie im weitesten Sinne, oder Bekanntenkreis. Bei YouTube oder Facebook, auch wenn da über Freunde gesprochen wird oder die so genannt werden, haben wir einen ganz anderen Öffentlichkeitskreis. Das heißt, man muss sich Gedanken darüber machen, was ist überhaupt Öffentlichkeit? Im Urheberrecht wird Öffentlichkeit sehr restriktiv gehandhabt. Du hast auf die Open Access oder auf die Digital Education Veranstaltung von euch hingewiesen. Bildungseinrichtungen kämpfen massiv mit der Frage, was ist Öffentlichkeit? Nämlich in geschlossenen Benutzerkreisen eigentlich, also auf Moodle oder sonst irgendwas. Das ist ein großes Problem. Genauso ist dieses Problem da bei Facebook noch mehr. Denn man weiß, kann ja gar nicht steuern, an wen alles was verbreitet wird. Bei YouTube kann man es wissen, das ist im Prinzip jedes Land, alle Menschen, die Internet haben, außer die gerade vielleicht bei YouTube rausgesperrt werden vom eigenen Land. Aber ist global gesehen eigentlich jeder im Prinzip. Bei Facebook schaut es wieder anders aus. Das heißt, also wir müssten das, was wir tun im Internet miteinander, was wir vorher in einem überschaubaren Kreis wie in diesem Raum gemacht haben, also irgendjemand zeigt ein Bild, das er selbst gemacht hat. Mixtape in der Schule. Ich habe es immer gemacht. Oder solche Dinge, oder Mix-CDs in der Schule, solche Sachen. Das müssen wir irgendwie auf den digitalen Raum umrechnen oder umbewerten und uns da überlegen, was wäre da möglich. Also dazu gehört zum einen eben Öffentlichkeit. Was ist Öffentlichkeit? Das zweite ist, warum macht wer was? Nämlich aus kommerziellen oder aus nicht kommerziellen Interessen. Das ist nämlich auch ein ziemlicher Unterschied, was nämlich den Schaden anlangt, den irgendeine Handlung verursacht, wenn es denn einen Schaden gibt überhaupt. Und das dritte ist dann natürlich bei Recht auf Remix, was ist die zum Beispiel Bearbeitungsrechte, Zitatrechte oder sonst irgendwas. Also alles, was man im Grunde genommen mit vorhandener Kunst,
wenn man Kunst von anderen verwendet, machen kann. Das sind im Grunde genommen so im Groben und Ganzen die Dinge, soziale Alltagshandlung, YouTube, also wenn jemand ein Avatar nimmt von Disney Corporation oder sagt Hobbit und dann eigentlich quasi irgendein Markenrecht verletzen würde oder sonst etwas. Also das sind so jetzt einmal die groben Dinge, wo ich sagen würde, aus netzaktivistischer, netzpolitischer Sicht, wäre das eine Möglichkeit oder sind das so die Handlungsfelder? Was gehört dann eurer Meinung nach nach wie vor verboten? Naja, was heißt verboten? Es kommt darauf an, was greift in die bislang einfach vorhandenen Ausschließlichkeitsrechte der Urheber ein und was ist sozusagen lässlich, also im Sinne, was ist eine lässliche Sünde, das heißt, wo kann man Schranke aufrichten, wie wir es in der Bildung auch haben, da werden ja auch ganz bestimmte Dinge erlaubt, die dann über pauschale Verträge vergütet werden, andere Dinge werden möglicherweise nicht erlaubt sein können. Also was sicherlich eingreift, ist aktuelle Kinofilme im Internet zu verbreiten über File-Sharing-Netzwerke oder solche Plattformen wie Kino.to oder Movie4K.to. Das ist meines Erachtens jetzt nicht unbedingt etwas, was zu sozialen Alltagshandlungen gehört, auch wenn ich jetzt sagen würde, persönlich, es ist zumindest... Für den User schon vielleicht. Ja, für den User schon, aber... Das ist ja nicht, das ist ja nur die eine Seite Medaille. Ich meine, wenn es ums Urheberrecht geht, geht es ja um einen Ausgleich. Wir haben die Urheber, die Leute, die was investieren, wir haben die Leute, die was konsumieren und die Leute, die selber was kreativ produzieren und die müssen wir in irgendeiner Form in einen Ausgleich bringen. Kino.to hat zweifelsohne Qualitäten, man findet dort Filme, die man sonst irgendwie im Netz nicht mehr findet oder auch nicht mehr in irgendeiner Videothek. Das ist sicherlich so, aber ich glaube schon, dass es dafür auch die Möglichkeit geben soll, ein kommerzielles Angebot zu starten. Also man muss das schon differenziert sehen, finde ich. Wo wir auch bei einem interessanten Thema sind, inwieweit nicht die kommerziellen Anbieter selber auch schuld sind an der Situation, aber das möchte ich später nochmal drauf eingehen. Aus deiner Sicht, was soll aus deiner Sicht kompensiert werden und was nicht? Bei welcher Abgabe denn auch immer? Ja, für mich ist das interessant an diesem jetzigen EuGH-Urteil, dass wir doch erwartet haben, dass eine Reihe von fast philosophischen Problemen aufwirft. Ja. Nämlich die illegale Kopie ist nach wie vor ausgeschlossen von diesen Vergütungsansprüchen. Aber was ist die illegale Kopie? Ja, das ist ja eigentlich gar nicht wirklich definiert. Das ist ja wiederum nationalstaatlich definiert. Das heißt, wenn der Joachim seine Möglichkeiten und nicht nur er, sondern viele andere auch in Richtung freier Werknutzung und besserer Schranken interpretieren würde. Und das heißt, wir hätten dann sozusagen mehr Möglichkeiten, legal zu kopieren, hätten wir da schon mal den ersten Fuß in der Tür drinnen. Ja. Überlegen wir uns mal, wie war es denn in den 70er und 80er Jahren? Da hätte dieses Gesetz ja auch gelten müssen und hat wahrscheinlich auch gegolten, dass die illegale Kopie von der Vergütung ausgeschlossen ist. Es war nur nie ausgesprochen. Ja? Und das heißt, die Leerkassettenvergütung hat natürlich auch die illegale Kopie mit entgolten. Ja? Es hat niemand danach gefragt, weil natürlich sind da auch illegale Kopien am Markt gewesen, nämlich jetzt im Zusammenhang mit beispielsweise kommerzieller Nutzung. Die hat es damals schon auch gegeben als Unterschied. Ja, und wenn aber jemand kommerziell kopiert hat und es wurde weiter kopiert, dann ist es schon damit auch indirekt abgegolten worden. Das heißt, irgendwie gibt es da jetzt dann fast philosophische Probleme, das auszuleuchten und sich einmal genauer anzuschauen. Und das wiederum heißt, dass wir im Zusammenhang mit einer, natürlich blöd Schlagwort, aber globalen Rechtsprechung, die immer deutlicher wird, dass die notwendig ist, nicht nur im Urheberrechtsbereich, aber da auch und da jedenfalls für uns jetzt maßgebend, dass wir auf der einen Seite zu einem Recht kommen müssen, das ein bisschen fortschrittlicher ist als das, was immer schon war, bleibt weiterhin Recht. Und auf der anderen Seite aber Einzelne vorpreschen müssen und da immer wieder zeigen müssen, was alles geht. Ja? Ausprobieren müssen, Freiräume ausnutzen müssen. Und das ist sozusagen das Spiel der Kräfte, das wir immer hatten und das wir auch jetzt wieder vor uns haben. Und da sage ich nur dazu, im Moment haben wir es in Europa mit einer relativ konservativen Politik zu tun. Ja? Also in der Urheberrechtsfrage. Also es gibt kaum jemanden, der irgendwie ein bisschen weiter
denkt und sagt, die Politik hat ja eigentlich nichts anderes zu tun, als das, was pragmatisch ohnehin schon mehr oder weniger getätigt wird und gemacht wird, ein bisschen nachzuvollziehen. Ja, wenn man immer nur sagt, das war immer schon recht und das wird auch recht bleiben, dann ist es eine konservative Politik im Unterschied zu einer, die sagt, einer Politik, die sagt, wir müssen die Gesetze aufgrund der Bedingungen, die sich verändert haben, auch entsprechend anpassen. Und das fehlt mir in dem Zusammenhang in ganz Europa sehr. Und das wird aber kommen, weil die Bedingungen sich nicht aufgrund der alten Gesetze rückentwickeln, sondern umgekehrt irgendwann mal schon nachgezogen werden muss. Das war im Kirchenrecht so und das war im Zusammenhang mit Homosexualität so und das wird bei vielen anderen Bereichen auch so sein. Als Apple mit iTunes begann, 2006 glaube ich, weiß jetzt auch nicht mehr auswendig, sind die sogenannten illegalen Downloads über Torrents zum Beispiel enorm stark zurückgegangen. Es ist ja auch interessant, dass eine Computerfirma und nicht eine Plattenfirma zum Beispiel oder eine Vertreibergesellschaft oder wer auch immer auf die Idee kam, userfreundlich Content anzubieten, sodass es auch angenommen wird. Inwieweit sind jetzt also nicht auch eigentlich die gesamten von Fernsehstationen, die Serien machen, von Filmemachern über also eigentlich die Vertreiber, ja, bis zu Musikverlage, Betreiber etc. eigentlich nicht auch selber ein bisschen schuld an der gesamten Situation, indem sie eigentlich die technologische Entwicklung verschlafen haben? Oder mit anderen Worten, warum kann ich erst Game of Thrones ein Jahr, nachdem es in Amerika ausgestrahlt worden ist, kaufen? Ja, die Frage ist vollkommen richtig. Ich meine, wenn ich mir die Möglichkeiten anschaue, die es heute gibt, sollte ich eigentlich auf die Homepage gehen können von HBO und mir Game of Thrones auf Chinesisch mit schwedischen Untertiteln runterladen können und das sollte überhaupt kein Problem sein. Ich gebe meine Kreditkarte an und das ist es. Ja. Geht nicht. Es geht sehr viel nicht und das hängt damit zusammen, dass das relativ ausdifferenzierte, sehr schwierige Industriestrukturen sind, sehr behäbige, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat es immer größere Konglomerate gegeben, bis dann hin in der Musik jetzt 4 Major Labels gibt, im Film sind 7, die aber in Wahrheit eigentlich alle wieder General Electrics gehören. Insofern ist es so, dass es eigentlich nicht wirklich sowas wie einen Wettbewerb gibt. Und genau das ist, was man aber in so einer Situation bräuchte. Man bräuchte in irgendeiner Form einen Wettbewerb, der in eine Richtung zieht. Jetzt wissen die Major Labels in Film und Musik, wenn sie sich hinsetzen und sagen, nicht, dann kann auch sonst niemand was tun. Ich kann das Businessmodell des Jahrhunderts haben, ich werde nicht weiterkommen, weil ich brauche die Zustimmung dieser Labels, sonst wäre ich nicht sinnvoll was anbieten können. Und das heißt, ich muss mir mal ein Heer von Anwälten leisten, dass ich diese Verhandlungen führt über ein paar Jahre, bis ich dann vielleicht zu einem Abschluss komme. Naja, als Startup wird sich das niemand leisten können. Das hat sich jetzt Google leisten können, da haben es 5 Jahre lang mit den Anwälten, mit einem Heer von Anwälten mit der Musikindustrie die Verträge ausgehandelt, bis es jetzt zu Google Play Music gekommen ist. Das kann sich kein Startup leisten, ist unmöglich. Da wird es keine Geschäftsmodelle geben, die nicht eben gewollt sind von diesen Major Labels, so wie sie im Moment da sitzen. Diese Major Labels funktionieren aber wiederum anders. Die haben, was die gemacht haben im 20. Jahrhundert und das, was deren Geschäftsmodell war, ist, das sind riesige Logistikkonzerne. Logistikkonzerne, die mit jedem Schritt, in dem sie gearbeitet haben, mitverdient haben. Das heißt, von einem typischen Preis von einer CD mit, sagen wir jetzt der Einfachkeit halber, 10 Euro, ist 1 Euro bei den Verwertungsgesellschaften angekommen. Was war der Rest? Das war Logistik, Marketing, Verschiffen, Shelf Space im Vertrieb, alles Mögliche dazwischen. So, jetzt haben die an jedem Schritt mitverdient. Also diese 9 Euro von diesen 10 Euro sind irgendwo in diese Kanäle gelaufen.
Jetzt kommt die Digitalisierung und sagt, okay, Marketing werden wir noch immer brauchen und eine Buchhaltung werden wir noch immer brauchen und so. Aber viel von der Logistik können wir uns sparen. Das heißt, 7 von euren 10 Euro brauchen wir nicht mehr. Kurz gesagt, auch wenn der Umsatz auf 30% runtergefallen wäre, hätten die Verwertungsgesellschaften nur immer gleich viel kriegen können, sprich die Künstler, Künstlerinnen. Und die anderen 2 Euro wären in diese neue Art von Vertrieb gegangen. Naja, man kann sich das so vorstellen, wenn dann irgendwie 10 Leute im Ruderboot sitzen und man sagt, 7, bitte steckt's aus, wir fahren allein weiter, wie dieser Kampf losgeht. Und das ist das Problem, dass diese 7 nicht aussteigen wollten und letztlich alles aufgehalten haben. Und seit 2002, das war die erste Brennerstudie von der FFA in Deutschland, ist bekannt, dass das Hauptmotiv für Film-Downloads, und 2002 war das wirklich mühsam, so einen Film runterzuladen. Wir wissen das natürlich nicht. Seit 2002 ist das Hauptmotiv, diese Filme runterzuladen, dass es immer noch einen Zeitunterschied gibt zwischen der Erstausstrahlung oder dem Release in den USA und woanders. Das ist das Motiv, warum man das macht. Ist heute genau mit Game of Thrones natürlich genau das Gleiche. Nur geht es halt jetzt in einer Viertelstunde, dass man sehr, sehr runter hört man. Ja, also insofern ist das natürlich komplett selber verschuldet. Es gibt auch noch eine sehr schöne Studie, die ich gern zitiere in dem Zusammenhang. Und zwar war das ein Streit zwischen NBC und iTunes, wo NBC zu iTunes gegangen ist und gemeint hat, wir haben sehr viele Serien bei euch oben, wir wollen eine höhere Marge haben. iTunes gesagt hat, das sehen sie nicht ein und sie behandeln alle gleich. NBC dann gesagt hat, okay, also bei dem Stichtag, wenn ihr da nicht nachgebt, nehmen wir unsere Serien runter. Und es kam dazu, die wurden runtergenommen von iTunes. So, und jetzt hat sich ein Team von Forschern und Forscherinnen angeschaut, wie haben die illegalen Downloads ausgeschaut, 14 Tage vor und 14 Tage nach diesem Stichtag. Und man sieht, in dem Moment, wo die legale Option weg war, sind die illegalen Downloads so angestiegen. Das heißt, sobald die legale Alternative wegfällt, so mühsam und schlecht sie auch ist, weil iTunes ist wirklich kein Honiglecken, jetzt von der Usability, steigt die illegale Nachfrage einfach sofort an. Ja, und das ist passiert. Jetzt frage ich mal dich, Wolfgang, jetzt basierend darauf, könnte man als Politiker nicht einfach sagen, das Urheberrecht passt eigentlich eh, ihr habt es nicht, ihr kriegt es, liebe Industrie, ihr kriegt es nicht auf die Reihe, was ist das eigentlich mein Problem, kriegt ihr es nochmal auf die Reihe? Warum müssen wir eigentlich ständig, also Gerichte damit beschäftigen, uns über Urheberrecht Gedanken machen, solche Podiumsdiskussionen initiieren, nur weil die es nicht auf die Reihe kriegen, ein vernünftiges Angebot, das die User und Userinnen annehmen, aufzubauen? Kann man nicht einfach sagen, das ist wirklich nicht unser Problem. Naja, das ist nicht nur, das stimmt nicht ganz, weil die Rechtsprechung ist ja letztendlich dann auch für einzelne Menschenschicksale mitverantwortlich. Das heißt, wir haben jetzt vor kurzem in Südafrika einen Familienvater, der zu 5 Jahren verurteilt worden ist, weil er einen Film abgeloadet hat. Also das kann schon in eine Richtung gehen, wenn man das durchzieht, wo man damit den Ohren schlagt. Okay, heißt, ich korrigiere, kann man sagen, wir wollen keine Massen kriminalisieren, Massen downloaden, weil ihr es nicht auf die Reihe kriegt, also kriegt ihr es mal auf die Reihe. So. Wer seid ihr? Die Industrie. Die Filmindustrie und die Industrie, die hat ja ganz bestimmte kaufmännische Interessen an der Gewinnmaximierung und die hat ja kein Interesse daran, jetzt etwas zu ändern, wenn die Rechtsprechung so ist, dass ihnen all along sowieso alles zukommt. Ja? Das ist ja nur eine Frage der Ausjudizierung und der Verfolgung. Weil die Rechtsprechung jetzt gibt ihnen ja Recht. Ja? Also wenn du die Industrie meinst, die sozusagen am Urheberrecht verdient, ja? Und nicht die einzelnen kleinen Künstler und Künstlerinnen. Na, die meine ich jetzt nicht. Ja, also gut. Ne?
Die brauchen das, die brauchen sich nur darum bemühen, dass das, was Gesetz ist, auch wirklich exekutiert wird. Das ist ja das Problem, das sie haben und das ja ein bisschen noch unser Glück ist im Sinne von einer breiten Bevölkerung, die nicht jeder Einzelne, jede Einzelne verfolgt wird. Ja? Das ist das Ganze. Aber wenn das, und das EuGH-Urteil geht ein bisschen leider in die Richtung, wenn das sukzessive in Richtung, jetzt habt ihr noch mehr Möglichkeiten und die Rechtsprechung ist noch mehr auf eurer Seite, geht, dann haben wir da bei uns auch bald die Anwaltsbriefe und es wird einen Schritt nach dem anderen in die Richtung gesetzt und dann haben wir es mit einer Kriminalisierung auf Breitbandbasis zu tun und das weiß ich nicht, ob das im Interesse einer friedlichen Politik sein kann. Und da hat natürlich die Politik einen Nachholbedarf. Ja? Die müssen die Gesetze dementsprechend verbessern. Es ist schon 7:07. Und aber da muss man... Ja, genau. Und dann, wenn ihr nur an ihn Fragen habt, dann überlegt es euch schon und meldet es euch, weil er muss um 8 gehen. Also das, was du gemeint hast, wie man den Ball sozusagen der Industrie wieder ein bisschen zuschieben kann, das ginge durch eben gesetzliche Lizenzen. Das ist eine Art, die die großen Labels oder die Labels prinzipiell von ihrer Monopolmacht abschneidet. Das heißt, man würde hergehen und sagen, jeder kann jedes Businessmodell aufmachen, ob das jetzt über Streaming läuft, ob das über Downloads läuft, ob das über Subscription Fees läuft oder über Price per Unit Modelle, egal was ihr macht, ja, ihr müsst euch registrieren bei einer Verwertungsgesellschaft und ihr müsst kompensieren für das, was ihr verkauft. Ja. Da geht es noch nicht einmal um Remix, da geht es wirklich nur um Verkauf. Das heißt, man legt einfach fest, jeder, der etwas verkauft, muss an die Verwertungsgesellschaften das überweisen. Nichts anderes passiert in der Buchhandlung. Kein Buchhändler ruft an und fragt den Autor, ob er irgendwas verkaufen darf, ja, oder einen Verlag, sondern er bestellt es im VLB. Oder schaut im VLB nach und dann bestellt er das Buch und das ist es. Ja, da brauche ich keine Genehmigung dafür. Dieses Modell gibt es im Moment bereits bei den Radios. Radiosender müssen auch nicht anrufen und fragen Sony, ob sie ein bestimmtes Lied spielen dürfen, sondern sie spielen einfach und müssen dafür kompensieren. That's it. Dadurch würde man aber den ganzen Bereich enorm dynamisieren, weil man neue Businessmodelle zulassen würde und das würde mal einen Großteil der Probleme wahrscheinlich lösen. Zumindest gäbe es dann ein attraktives, legales Angebot. So, und damit die Fragen auch bei unserer Filmaufnahme verstanden werden, würde ich sagen, wenn jetzt jemand eine Frage hat an den Paul Steppern, dann bitte ins Mikrofon sprechen, damit es dann auch im Film hörbar ist. Danke. Meine Frage an dich, Paul, wäre, wie du jetzt mittelfristig die Auswirkungen von dem KinoTO-Urteil einschätzt, also die entsprechende Möglichkeit für die Rechteinhaber, Seiten, die überwiegend dazu dienen, urheberrechtliche Inhalte urheberrechtswidrig anzubieten, sperren zu lassen. Ein wie großer Teil quasi des Marktes ist das? Gibt es da irgendwelche Schätzungen, wovon wir da eigentlich reden, wie viel das verändern würde? Danke, ich sammle jetzt aber noch Fragen. Gibt es noch weitere Fragen? Da gibt es noch eine Frage. Soll ich das jetzt gleich drauf sagen oder ist das nicht mühsam? Ah ja, ich weiß nicht, ob es dich trifft, aber ich frage einfach mal. Ich fand es nämlich recht spannend, was du gesagt hast, so mit diesem Anteil, wer sozusagen oder wie viel Geld an den verkauften Dingen dann wirklich bei der Künstlerin, beim Künstler bleiben. Und was mir noch ein bisschen gefehlt hat in der Diskussion selber, weil du es irgendwie auch angesprochen hast, es macht irgendwie Sinn, dass es recht verständlich ist und so weiter. Was eigentlich mit den Dingen, die an Tantiemen etc. irgendwie quasi an die Künstlerinnen ausgezahlt werden, wie das... Wer davon in was für einer Form profitiert. Ich finde das nämlich noch sehr, weil also ich bin jetzt quasi in doppelter Funktion für mich persönlich da. Also einerseits bin ich irgendwie Musiker und andererseits bin ich irgendwie Musikkonsument. Ja?
ich weiß nicht, ich mag es nicht so lange ausführen, wenn du gehen musst, aber ich finde es halt zum Beispiel spannend, irgendwie zu wissen, dass man, wenn man zum Beispiel im Radio gespielt wird, kriegt man Tantiemen, aber da gibt es nur gewisse registrierte Radios, die großen sind, und dann gibt es nicht zuordnbare Tantiemen, die werden anteilsmäßig aufgeteilt an diejenigen, entsprechend ihrem Anteil in den registrierten Radios. Also wenn du nur im freien Radio gespielt wirst, kriegst du zum Beispiel gar nichts oder so. Ja? Das heißt, den Teil, den ich dort von meinen Liedern kriegen würde, kriegen dann Leute wie Gabalier, Stürmer etc., die halt irgendwie in den Ö3 und anderen Radios halt groß gespielt werden. Ja? Und zum Beispiel, ich überlege mir dann schon irgendwie von dem, was ich für Musik ausgegeben habe, kommt bei mir zurück wieder so gut wie gar nichts. Außer halt die normale AKM und jemand, wenn ich irgendwo ein Lied von mir spiele oder so. Ja? Also ich finde, das ist schon irgendwie ein spannender Punkt, der mir bis jetzt ein bisschen gefehlt hat. So, was passiert eigentlich mit dem Geld? Wie wird das aufgeteilt? Was für Dinge gibt es da oder so? Und diese Geschichte jetzt mit der Lichtenberger Ecke, wie auch immer sie heißt, da war es halt, jetzt trifft halt zufällig her, aber es ist halt schon irgendwie ein Symptom, finde ich, mit was für einem Ding da gedacht wird. So. Sie heißt Lichtenegger, das ist mir deswegen wichtig, weil unsere EU-Parlamentarier Lichtenberger heißt. Aber Lichtenegger. Aber ich möchte aber auch noch eine Frage vielleicht hinzufügen. Angeblich sind 60%, ich weiß die aktuellen Daten nicht, der Downloads von urheberrechtlich geschütztem Material, das die Menschen downloaden, nicht in Verwertungsgesellschaften organisiert, das ist die Pornoindustrie. Sollen die sozusagen da auch einen Anteil dann bekommen oder nicht? Es ist ja legal. Ja, ist ja ein legaler Prof. Zuerst einmal zu Kino.do und den Seitensperren. Der Zugang ist der falsche. Wenn ich Seiten wie Kino.do sind ortbar, weil sie über Werbung finanziert sind und alles, was über Werbung finanziert ist, hat in irgendeiner Form Geldflüsse. Das heißt, wenn ich dem Geld nachgehe, dann finde ich, wer diese Seite betreibt. Das ist nicht, also da brauche ich keine Vorratsdatenspeicherung und da brauche ich auch sonst nichts. Das ist wirklich nicht Rocket Science. Das heißt, ich kann diese Leute identifizieren. Und wenn ich sie identifizieren kann, entweder ich kann sie dann vor ein Gericht stellen oder nicht. Der Fall ist halt, dass die oft in Ländern sind, wo ich das nicht kann. Jetzt aber die Betreiber, der Provider dazu zu verpflichten, diese Seiten zu sperren, ist absurd. Weil wer trifft diese Urteile? Ich weiß es nicht. Zu wie viel Prozent illegaler Content muss da überhaupt drauf sein? Weil ich meine, nur illegalen Content haben die auch alle nicht. Die haben ja auch sehr viel legalen Content drauf. Also, oder müssen dann nur mehr die Links gesperrt werden, die zu illegalen Content führen? Also das ist irgendwie wieder ein Vorschlag, der das Recht nicht wirklich vereinfacht, sondern im Endeffekt, obwohl es am Anfang so ausschaut, aber im Endeffekt verkompliziert. Das, was du angesprochen hast, geht in diesen Themen Komplex Transparenz der Verwertungsgesellschaften. Offensichtlich bist du AKM-Mitglied. Ich gebe die Frage zurück, was sagt dir deine Verwertungsgesellschaft? Eigentlich sagen sie immer, alle Mitglieder haben alle Rechte einzusehen, wir sind total transparent. Nütze dieses Recht, schreib Anfragen an die Verwertungsgesellschaften. Es gibt nichts. Ja? Also es ist wirklich beschämend, wie wenig Information man über die Verwertungsgesellschaften hat. Es gibt zwar die Berichte, die sie rausgeben, aber das sind Berichte, die kann ich glauben oder nicht. Und die Zahlen werden schon stimmen, die da drinnen sind, nur ist ja meistens in den Berichten nicht das interessant, was drinsteht, sondern was nicht drinsteht. Und dazu kann man nur mutmaßen. Also es gibt schon so eine Daumen-mal-Pi-Regel, dass man sagen kann, über alle Verwertungsgesellschaften in Europa, in den verschiedenen Ländern, unter verschiedenen Sparten gibt es diese 90-10, 95-5 Regel, je nach Verwertungsgesellschaft und Sparte. 95% der Gelder gehen auf 5% der Leute, 5% der Gelder gehen auf 95% der Mitglieder. Das ist so, oder 90-10, je nachdem, das ist, aber irgendwo in diesem Bereich spielt sich es in der Regel ab. Man kann es auch mit dem Gini-Koeffizienten ausdrücken. Ein Gini-Koeffizient ist ein Koeffizient, der über das Maß der Verteilung was aussagt. Der Gini-Koeffizient überhaupt über Einkommen in Österreich liegt bei 0,23.
Bei 0 wäre es eine komplette Gleichverteilung, alle haben genau gleich viel, und bei 1 wäre es, einer hat alles und alle anderen haben nichts. Also über Österreich gesamt war er gleich bei 0,23, EU-weit war er gleich bei 0,27, bei den Verwertungsgesellschaften ist er bei 0,91. Sagt schon was aus. Das gibt es aber jetzt nicht für eine bestimmte Verwertungsgesellschaft in Österreich, sondern das war eine Studie aus England. Ja. Porno. Ich meine, moralisch instinktiv sofort, du bist deppert. Das ist das falsche Thema. Aber das ist eine Frage, oder? Ist eine Frage, die schon sehr früh natürlich aufgekommen ist. Ich weiß es nicht, wie wird damit umgegangen im Moment? Sind Pornofilmproduzenten bei der VDFS? Nein, die Produzenten sind nicht bei der VDFS. Aber Darsteller, Regisseure, können die zu VDFS gehen? Ich weiß es nicht. Autoren von Drehbüchern von Pornhub, soll es auch geben in irgendeiner Form? Sind die bei der AKM Mitglied? Niemand. Sind sie ausgeschlossen? Sind die explizit ausgeschlossen? Nein, sie sind einfach nicht Mitglied. Nein, das ist schon eine berechtigte Frage, und ich finde das. Und es wäre auch spannend, warum sich Pornofilmproduzenten oder die ganzen, die an der Kette oder der Produktion beteiligt sind, da nicht einbringen. Aber in der Regel wird das. Abmahnschreiben machen die auch. Ja, im Prinzip schon. Aber es geht ja um die Verwertungsgesellschaft, nicht inwieweit, warum sie nicht Anteile bekommen. Aber das, ich nehme mal an, also dass die VDFS bzw. die andere Verwertungsgesellschaft für die Filme da keinen künstlerischen Anspruch sieht. Ich meine, das hat es ja auch schon gegeben, ein Urteil, glaube ich, in München, dass ein Amtsrichter der Ansicht war, dass ein bestimmter Pornofilm gar keinen urheberrechtlichen Schutz genießt, weil die Szene, die dargestellt wird, im Grunde genommen so alt, so normal ist, im Anführungszeichen. Die hat er schon mal gesehen. Ja, die hat er schon mal gesehen. Also das hat kein urheberrechtlich Schutz, also keine, die kleine Münze wird noch nicht einmal davon erfüllt. Ich meine, Sie auch Umberto Eco, der hat ja auch entsprechend was über Pornofilme gesagt. Also, dass man, wenn möglichst lange sinnloserweise von A nach B unterwegs ist, dann kann man davon ausgehen, dass er Pornofilm ist. Also, ich gehe mal davon aus, dass es sich damit auch irgendwie spielt oder so. Also, das, was man sagen kann dazu, ist, es gibt relativ wenig im wissenschaftlichen Bereich drüber. Was auffällt, ist, dass zum einen sich die Pornoindustrie, obwohl sie eben, wie du sagst, den größten Teil der Downloads immer schon ausgemacht hat, relativ wenig beschwert hat. Und es ist auch festzuhalten, dass es relativ früh schon war, dass doch einige auch in der Literatur darauf verwiesen haben, dass eigentlich die Pornoindustrie immer die war, die am schnellsten neue Businessmodelle adaptiert hat. Micropayments irgendwie zustande gebracht hat und gleichzeitig illegal geshared worden ist. Also irgendwie haben die es in diesem Schatten offensichtlich besser auf die Reihe gekriegt. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass, ich meine, das Ganze ist jetzt wirklich ein sehr, sehr großer Bereich auch. Es gibt dann schon irgendwie auch noch einen professionellen Bereich, die schon auch Kosten haben, und dann gibt es irgendwie so das erweiterte Home-Video zu kommerziellen Zwecken, die keine Produktionskosten mehr oder weniger haben. Also das ist relativ schnell amortisiert sozusagen. Ne? Also es ist, wäre einmal eine spannende Diskussion, wäre spannend, einmal dazu wirklich Zahlen zu haben. Ich bedanke mich einmal bei dir fürs Kommen. Wir werden jetzt einfach mal weiter tratschen und plaudern. Ja, vielen Dank fürs Dasein, und der Wolfgang, der kuschelt sich jetzt ein bisschen zurück, oder? Dankeschön. Gut, zur Frage.
Verwertungsgesellschaften. Zur zweiten Frage wolltest du auch noch etwas hinzufügen, bitte ich dich. Ja, danke. Ich bin nicht nur quasi netzpolitisch, zivilgesellschaftlich aktiv, sondern ich arbeite auch für den Verband der Freien Radios. In dem Zusammenhang kann ich sagen, einer der Grundprobleme ist die Frage, wieso die Freien Radios, wieso taucht das nicht in der Tantiemenabrechnung auf? Ganz einfach deswegen, die AKM weiß es nicht oder die Austromechaner, beziehungsweise LSG. Es gibt mit dem Verband der Freien Radios Gesamtverträge, das heißt, alle 14 Mitgliedsstationen schließen über ihren Verband einen Gesamtvertrag ab. Das ist ein jährlicher Betrag, der bezahlt wird, und damit sind alle Rechte für das, was dieser Gesamtvertrag eben umfasst, abgegolten. Die Freien Radios geben, das ist der Knackpunkt, keine Playlists ab. Was heißt, das Ganze fließt in einen Topf und dann wird es als nicht zuordnenbare Tantieme, wie das auch die Mika ja nennt, gehandhabt, und dann fließt das irgendwo hin. Das ist genau das Gleiche ja auch wie mit der Festplattenabgabe oder um die Urheberrechtsabgabe, um dann einen kurzen Bogen hinzumachen. Das ist ein Prozentsatz, der jährlich ausgerechnet wird, der auf bestimmte Spartentantiemen einfach aufgeschlagen wird. Ich glaube, 2012 sind da 5% draufgeschlagen worden. Das ändert sich, je nachdem, wie viele Tantiemenbezugsberechtigten die jeweilige Verwertungsgesellschaft hat, wie viele Werke angemeldet wurden, beziehungsweise wie viele Werke überhaupt einen Umsatz generiert haben, also was auf der Abrechnung ist, und dann natürlich, was lukriert wurde, und daraus ergibt sich dann halt so ein Prozentsatz. Das wird da irgendwo eingerechnet, und das schaut auf jeder Abrechnung zahlenmäßig ein bisschen anders aus. Das wollte ich nur ergänzen, weil das mich ein bisschen angeht. Mhm. Ein Thema wurde einmal kurz erwähnt, ich glaube, da sollen wir auch noch ein bisschen vertiefend darauf eingehen, das ist das Urhebervertragsrecht, nämlich also auch die Stellung des Kunstschaffenden gegenüber dem Vertreiber bzw. der Verwertungsgesellschaft. Was gibt es da von Seiten der grünen Kulturpolitik für Vorschläge, das Urhebervertragsrecht zu ändern? Na, Vorschläge gäbe es genug, aber ich sehe da überhaupt ein grundlegendes Problem, weil diese Thematik in der Diskussion viel zu wenig vorkommt und die Künstler und Künstlerinnen, Kunstschaffenden sich meiner Meinung nach viel zu sehr instrumentalisieren lassen in der Diskussion Festplattenabgabe gegen Haushaltsabgabe oder überhaupt nichts und so. Und ihre wirklichen Einnahmemöglichkeiten und die Verbesserung der Einnahmemöglichkeiten über ein Vertragsrecht nicht sehen und dementsprechend da nicht nachdrücklich dafür sorgen, dass sie da was tut. Das hat auch mit den Verwertungsgesellschaften zu tun, die beim Urhebervertragsrecht nicht profitieren. Ja? Und ich glaube, dass das Urhebervertragsrecht die entscheidende Weiche wäre, um den Kunstschaffenden mehr Geld zukommen zu lassen. Insbesondere was Schauspieler, Schauspielerinnen betrifft, aber natürlich auch Literatur und Bibabo, also Musik sowieso. Also da glaube ich, müsste seitens der Kunst, seitens der Kultur mehr Augenmerk, auf das müsste meiner Meinung nach mehr Augenmerk gerichtet werden. Ich setze mich dafür ein, aber sehr viele haben das noch nicht erkannt und da bin ich sozusagen Missionar auf dem Sektor. Dann habe ich noch eine Frage, weil es hat schon mal ein österreichischer Musiker mir gegenüber über die prekäre Situation der Kunstschaffenden in Österreich, da gibt es auch eine Studie, muss man dazu sagen, vom Kulturministerium, über die prekäre Situation, die soziale Situation von Künstlern und Künstlerinnen in Österreich. Und er hat dann auch gemeint, die illegalen Downloads wären ein wesentlicher Anteil deswegen, warum manche Künstler und Künstlerinnen nicht mehr überleben konnten. Ich habe dann seine Musik gesucht auf mehreren Torrent-Portalen und von ihm nichts gefunden. Kann es sein, dass die tatsächlich prekäre Situation, soziale Situation von Künstlern und Künstlerinnen jetzt zu stark, auch durch die Medien oder durch die öffentliche Diskussion, zu stark auf diese Frage des Downloads, des illegalen Downloads hingeschielt hat, ohne die wahren Ursachen vielleicht auch zu beobachten, warum Künstler und Künstlerinnen so prekär leben? Nein, ich glaube schon, dass wenn die Verwertungsgesellschaften besser strukturiert wären, gesetzlich strukturiert wären, sprich wenn sie demokratischer wären und transparenter wären und dementsprechend auch die Gelder so ausschütten würden, dass sie halbwegs gerecht an die Leute gehen, die auch was produziert haben,
dass dann entscheidende Verbesserungen der Einkommenssituation bei den Kunstschaffenden zu erwarten wären. Aber das eine hat mit dem anderen zu tun, also nur Festplattenabgabe, sprich nur Haushaltsabgabe, was immer. Und dann bestimmen die Verwertungsgesellschaften mehr oder weniger wiederum, wo das Geld hingeht, nach irgendwelchen Verkaufszahlen, die überhaupt nicht mehr adäquat sind, nach den Nutzungsgewohnheiten. Das kann es eigentlich nicht sein. Das heißt, das eine hat mit dem anderen immer irgendwie zu tun. Wenn ich also das Urheberrecht insgesamt reformieren will, dann muss ich es wirklich basal angehen. Und dann am Schluss wird man eh drauf kommen, was für die Kunstschaffenden, wenn man es wirklich stärken will, das Beste ist. Aber dazu bräuchte es natürlich ein stärkeres. Aha, darfst doch da bleiben. Okay, du bitte. Dann her mit dem Stuhl und soll mir recht sein. Los allen. Also herzlich willkommen zurück. Ich habe das Handy abschalten nicht gehört, aber es wurde abgesagt. Na, soll es recht sein? Urhebervertragsrecht. Aus Sicht von. Letzter Satz. Entschuldigung. Nein, wurscht. Das sind Stellvertreterkriege, die da geführt werden. Kannst du schon weitermachen. Siehst du das auch so, dass es Stellvertreterkriege sind? Oder dass der Fokus eigentlich absurderweise auf diesen Download gegangen ist und das gar nicht die wahre Ursache von vielen Problemen sind, die wir haben? Also zum einen anknüpfen an das, was der Paul gesagt hat, der nun dankenswerterweise wieder da ist, nämlich die. Das, was jetzt heißt die Brenner-Studie, DCN-Studie, also Digital Content, digitale Content-Nutzung von der Musikindustrie. Und da ist herausgefunden worden oder wird seit längerem immer wieder erwähnt, dass rund ein Fünftel aller Nutzungen, Online-Nutzungen illegal seien und dass in der Hauptsache der größte Anteil innerhalb dieser illegalen Nutzung von einzelnen Power-Usern gemacht wird. Das heißt also, über den ganzen Schnitt hinweg der Bevölkerung oder Konsumenten, Internetnutzer, die sich also Mediennutzung machen, ist der Anteil jetzt nicht sehr groß, sondern der Anteil fällt, also was die Bandbreite anlangt und die Häufigkeit, wirklich auch eher auf einen kleinen Teil der Bevölkerung. Das heißt, vielleicht die Frage, inwieweit jetzt das eine wirtschaftliche Auswirkung hat, wenn man Kino.de oder nachfolgeähnliche Portale sperrt, ist wahrscheinlich gar nicht so groß, weil die Nutzung natürlich auch wieder nur vom bestimmten Teil der Bevölkerung wirklich in dem extremen Maße gemacht wird. Weil ich meine, viele Filme sind ja auch gar nicht qualitativ irgendwie möglicherweise ansprechend genug, um das auch zu nutzen. Da muss man dass die Selbstzensur und die Möglichkeit, dass man das dann nicht mehr macht, weil die Strafandrohung und die Sperrandrohung existiert, schon Auswirkungen haben könnte. Ja gut, das natürlich, siehe auch diese RedTube-Abmahnung in Deutschland, richtig. Das hat sicherlich auch dazu geführt, dass sich Leute überlegen, darf ich jetzt irgendwie auf Streaming-Portalen, Pornoportalen oder wo auch immer, mir irgendwas anschauen, weil natürlich die Unsicherheit größer ist. Das heißt also, illegal, also eigentlich legal unterwegs sein, die Nutzer sind dann natürlich auch verunsichert und dann geht das ein bisschen zurück, wird sich aber vielleicht wieder nivellieren. Urhebervertragsrecht, Schwierigkeit, Urheber sind ja gleichzeitig auch Unternehmer. Das heißt also, einerseits haben wir Künstler als so dieses Originalgenie oder jene Einzelkämpfer, die mit einer gewissen Selbstbeauftragung unterwegs sind. Andererseits, das sagen ja auch dann, also das weiß ich zum Beispiel vom Fall Österreich, Verband Österreichischer Buchhändler, Verlagsverband, sie werden als Unternehmer gehandhabt. Also jeder ist quasi ein selbstständiger Unternehmer, so eine Art von EPU. Und müssen sich natürlich auch ganz normal im Wirtschaftsleben irgendwie behaupten. Das heißt aber natürlich nicht, dass man Standards ihnen verweigern soll. Also ich meine, ich bin selber Urheber, ich weiß es aus dem wissenschaftlichen Bereich. Dort wäre es sehr wünschenswert, wenn es Standards gäbe für die wissenschaftlichen Urheber. Im deutschen Sprachraum ist es beispielsweise nicht üblich, dass man, wenn man bei einem Periodikum, also beim Sammelband, Reihenband oder auch in einer wissenschaftlichen Zeitschrift was macht, dort einen Beitrag veröffentlicht bekommt, dass man dann einen Vertragsvertrag macht oder für sonstige Sammelbände. Also nur wenn es da Monographie, der wissenschaftliche Qualifikationsschrift bei einem Verlag unterbringt, wofür man ja meistens dann auch selber zahlt, dann macht man einen Verlagsvertrag, aber für alles Weitere nicht.
Das ist etwas, was es im angelsächsischen Raum eher wieder nett gibt. Dort ist es selbstverständlich, einen Verlagsvertrag zu machen. Da weiß auch jeder, was dann für Rechte inkludiert oder nicht eingeschlossen sind. Und dass man hier, das wäre Forderung aus der wissenschaftlichen Seite, hier gewisse Standards einführt, die dann der Gesellschaft auch zugutekommen, also Förderung von Open Access. Das sollte eigentlich dann auch Bestandteil von so einem Urhebervertragsrecht sein. Mindeststandards einführen, dass man eben nicht exklusiv auf immer, also zeitlich unbegrenzt, seine Rechte an irgendwelchen Werken abgeben kann. Da ist ja auch dann schon drüber gesprochen worden hinsichtlich der Schutzfristen, dass man die Schutzfristen verkürzt, um den Künstlern, um den Urhebern die Möglichkeit zu geben, neu zu verhandeln. Also man, das wäre jetzt ein bisschen vielleicht aus heutiger Sicht utopisch, aber ich meine, man kann ja auch hier und da ein bisschen utopisch denken, dass man sagt, man beschränkt grundsätzlich Verträge. Dass man sagt, Verträge können nur noch über eine bestimmte Laufzeit maximal abgeschlossen werden und dann werden sie neu verhandelt. Hatten wir in Amerika ja auch das eine, den einen Fall, wo dann Plattenverträge oder so etwas verlängert werden sollten oder ausgelaufen sind, aber dann gesetzlich quasi verlängert wurden, weil sie dann als inhäusige Dienstarbeitsvertrag angesehen wurden. Also da versuchen oftmals Rechteinhaber, also Verwerter, sich in der Position zu sehr zu stärken gegenüber ihren eigentlich produzierenden Urhebern und Künstlern. Also insofern Urhebervertragsrecht, wenn es ein eigenes Recht ist und nicht irgendwie wie bislang immer angedacht im österreichischen Urheberrecht, hier ein Paragraph, da ein Paragraph drin sicher, also eine eigene Kodifizierung, hielt ich für durchaus sehr wichtig. Im Prinzip haben wir es zu tun beim Urhebervertragsrecht mit der Situation der Arbeitnehmer und Nehmerinnen im 19. Jahrhundert. Ja? Das heißt, dass durch Dumpingmöglichkeit kannst du jemanden dazu nötigen, immer noch günstiger zu agieren und zu produzieren. Ja? Und in dem Augenblick, wo der Gesetzgeber dem Schranken einzieht und sagt, die und die kollektivvertraglichen Bedingungen müssen eingehalten werden, ja, geht es nicht mehr so leicht. Und das ist das Urhebervertragsrecht. Und warum die Kunstschaffenden das nicht kapieren, das weiß ich nicht. Ich meine, das ist auch zum Beispiel bei der zeitgenössischen Kunst gibt es auch zwei Entwicklungen. Das eine ist, dass viele Musiker, die auch komponieren, also selber Musik schaffen und nicht nur reproduzieren oder interpretieren, dass die gar nicht mehr Musik niederschreiben, sondern dass sie vor allem, also Improvisation oder Instant Composing wird es dann genannt, öffentlich aufführen. Und das Zweite ist, dass viele Konzertveranstalter sehr daran interessiert sind, freie Musik aufgeführt zu bekommen, also solche, bei denen sie keine Tantiemen bezahlen müssen. Das heißt also auch da von vornherein sagen, also wenn du bei mir in dem Raum spielst, dann bitte schön, mach freie Musik. Und es ist dann eigentlich, glaube ich, wurscht, ob das moderne, zeitgenössische, klassische oder zeitgenössische, nicht klassische, in Anführungszeichen, Musik ist. Bitteschön frei, bitteschön möglichst kostengünstig, und wenn du das nicht machst, dann spielst du bei mir nicht. Also früher wurde man ja, glaube ich, bezahlt dafür in vergangenen Zeiten, dass man gespielt hat. Heute muss man froh sein, dass man nicht selber noch was zahlen muss, dass man spielen darf. Und das sind eben auch so Dinge, wo man sagt, oder wo man sich darüber Gedanken macht, ob es nicht sinnvoll ist, Standards einzuführen. Ich meine, Urhebervertragsrecht soll nicht die Vertragsfreiheit einschränken, die ja auch zugunsten von also von Urhebern sein könnte, sondern es geht darum, Mindeststandards einzuführen im geschäftlichen Rahmen, einfach allgemeine Geschäftsbedingungen, dass da im Verlagswesen oder Verlagsrecht nicht Dinge ausgeschlossen werden können, die eigentlich selbstverständlich sind, weil ja Urheber in der Regel genauso wie alle anderen, mit Ausnahme von einzelnen spezialisierten Rechtsanwälten, vom Urheberrecht selber kaum eine Ahnung haben, weil es so detailliert und so verästelt und im Grunde genommen eine so große Spezialmaterie ist. Man kann sich mal vorstellen, ja, was einer Künstlerin oder einem Künstler passiert, die für eine Ausstellung ein Gate haben möchte. Ja. Also dass in dem Augenblick, wo man in einer Kunsthalle die eigenen Werke präsentiert, die Möglichkeit, die eigenen Werke präsentiert bekommt, zu präsentieren bekommt, dann sagt, okay, dafür möchte ich Geld haben. Das ist aber der ureigenste Urheberrechtsanspruch. Für die Öffentlichkeit etwas präsentieren, da müsste eigentlich automatisch Geld fließen. Ne? Und das wäre das 0815 für Urhebervertragsrechtlich einzurichten. Meinst du jetzt bei einer Ausstellung?
Bildende Kunst, ja. Ja, aber da brauche ich ja kein Urheberrecht, da brauche ich ja nur einen Aussteller meine Werke nicht geben. Also ja, ich kann ja ganz anders ausdrücken, da brauche klar. Ich nicht einmal ein Recht dafür. Nein, du hast schon recht, also, nur das Problem ist dann der Ausstellungsmacher, also der Kurator, die Kuratorin, die Kunsthalle sagt, na, dann stelle ich die nicht aus. Dann nehme ich einen anderen, der es kostenlos macht. Natürlich ja, nicht, aber da bringt man das Urhebervertragsrecht auch noch nichts. Oh ja, das Urhebervertragsrecht, wenn du mindestens das zahlen musst, dann ist das überhaupt keine Diskussion mehr. Wenn du nicht unterbieten kannst. Das ist jetzt... ein bisschen eine schwierige Diskussion, weil das ist der Primärmarkt und das ist jetzt sozusagen nicht über das Urheberrecht wirklich abgedeckt. Aber ich wollte was anderes vorher noch sagen, warum, wo du gemeint hast, warum das die Künstler nicht kapieren, dass das Urhebervertragsrecht so wichtig wäre für sie. Das stimmt nicht ganz. Also wenn man sich anschaut, das Leib- und Magenthema von Gerhard Ruys Vorkunst hat recht, war das Urhebervertragsrecht, also, und von vielen anderen auch. Ja, es sind alle herumgerannt die ganze Zeit und wollten das Urhebervertragsrecht. Wenn man sich anschaut, wie diese Kampagnenkunst hat recht zustande gekommen ist und wer sie bezahlt hat, die Verwertungsgesellschaften, und wenn man schaut, wer in den Verwertungsgesellschaften drinnen sitzt, dann ist klar, dass das nicht Konsens war. Da war der Konsens zwischen Produzenten, Produzentinnen und Kulturschaffenden, wir schröpfen gemeinsam die Konsumenten. Ja. Hätten sich die Konsumenten, Konsumentinnen gemeinsam mit den Kulturschaffenden zusammengetan, wäre es auf Verforderung des Urhebervertragsrechts rausgelaufen. Also ich meine, da muss man einfach schauen, welche Allianzen gibt es da, und da war jetzt die Allianz einfach da, wir bilden eine Achse gegen die Konsumentinnen und schauen, dass wir das mehr oder weniger schön postdemokratisch hinten rein lobbyieren. Das ist dann so nicht aufgegangen, aber dafür hat es sozusagen einen Waffenstillstand gegeben beim Urhebervertragsrecht. Sie wollen es ja immer noch, aber bitte schön festplatten, aber Abgabe jetzt sofort, weil Sie sich davon ja was versprechen. Ich meine, das ist ja der Ausgang eigentlich auch der Diskussion. Sie haben unbestritten, glaube ich, objektiv und nicht nur subjektiv einen Leidensdruck. Also einen ganz konkreten Leidensdruck, den natürlich auch andere selbstständige Kreative haben, also im Journalismus oder in sonstigen anderen, also im weitesten Sinne in der Kreativwirtschaft, wie auch immer man das dann definiert. Aber sie versprechen sich halt vom Urhebervertragsrecht, weil sie ja alle schon Verträge haben, die alle laufen auf ewig und 70 Jahre, versprechen sie sich halt von der Einführung der Festplattenabgabe mehr. Nämlich unmittelbar jetzt einen Geldsegen, so wie man es halt kennt, wenn ein Gesamtvertrag abgeschlossen wird, wenn eine Tarifrunde abgeschlossen wurde, da kommt dann plötzlich ein Geldsegen, mit dem dann natürlich auch die Verwertungsgesellschaft als eine Gemeinschaft für und von Urhebern in gewissem Maße ja renommieren kann. Da kommt viel Geld rein. Ich habe mit der ZPÖ vor kurzem mich unterhalten über die Entwicklung in Deutschland, um mal Zahlen zu kriegen. Da gibt es immer wieder dann abgeschlossene Tarifverhandlungen und da kommen dann hier mal 200 Millionen, da mal 400 Millionen, da mal 160 Millionen zusätzlich für die vergangenen Jahre. Also man verspricht sich, nur das Problem, das ich gerade sehe, ist erstens mal die Festplattenabgabe oder Speichermedienabgabe ist keine nachhaltige Geschichte. Ganz einfach deswegen, weil ja sie wirklich abhängig ist oder abhängig sein soll von der Privatkopienutzung. Während das Urhebervertragsrecht was grundsätzlich Nachhaltiges ist, weil es Standards setzt. Und das andere ist Festplattenabgabe, die Frage, wie wirklich dann der Tarif ausschaut und ob die kolportierten bis zu 100 Millionen Euro, die zwar inzwischen schon zurückgenommen wurden, wir sind nur noch bei 39,5 maximal, ob das wirklich lukriert wird, also halte ich auch für sehr zweifelhaft. Selbst wenn jetzt im Herbst eine beschlossen wird. Also das ist halt man setzt auf ein Pferd, von dem man glaubt, dass es auch wirklich jetzt noch so schnell wie möglich ins Ziel kommt. Ich meine, das hat in 2012 ja auch schon nichts genützt. Aber ich sehe ein prinzipielles Problem. Ja. Ne? Also du hast ja recht, Paul. Ja? Ich meine, du kannst es auf der EU-Ebene immer erklären, welche Lobby ist die stärkste. Ja? Und da haben sie jetzt die Kunstschaffenden ein bisschen um den Finger wickeln lassen von den Verwertungsgesellschaften, von den Produktionsfirmen und so weiter. Und jetzt marschieren die und da haben sie ein Lobby gebildet und so weiter. Aber der Staat und die Politik haben auch die Aufgabe des sozialen Ausgleichs, nämlich darauf
und dafür zu schauen und dafür zu sorgen und darauf zu schauen, dass die, die sie nicht so sehr zur Wehr setzen können und die eigentlich irgendwie unter den Tisch fallen bei all diesen Verteilungskämpfen, zu stärken. Ja? Das war immer eine wichtige Aufgabe des Staates. Daher müsste die Politik jetzt schauen und sagen, okay, wir haben das kapiert, die haben sich mit denen verbündet, gegen die Konsumenten, mit den Konsumentinnen, wie auch immer, aber die, die wirklich betroffen sind und eigentlich zunächst einmal einen Anspruch angemeldet haben und den wieder nicht kriegen werden, sind die Kunstschaffenden. Und die, wenn sie es durchschaut haben, müssen sie es stärken gegen diese Lobbys. Und wir müssten das auch unterstützen. Wen, gegen welche Lobbys sprechen? Na, gegen die Lobby beispielsweise der Arbeiterkammer, wenn es die Konsumenten und Konsumentinnen stützen, oder gegen die Lobby der Wirtschaftskammer, wenn es die Produktionsfirmen stützen und so weiter. Ja? Weil die Kunstschaffenden sind die kleinste Lobby und sind nicht einmal eine. Und das war das, was ich jetzt gesagt habe. Sie sind nicht einmal eine. Also, da möchte ich jetzt, glaube ich, Missverständnisse aufklären. Nach all dem, was ich auch gesehen habe an den Diskussionen, vor allem von der Arbeiterkammer, ist es nie darum gegangen, dass irgendjemand gesagt hat, wir wollen prinzipiell keine Pauschalvergütungen, sondern es war immer nur die Frage, was steht auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite ist aber nichts gewesen. Und da hat es auch keine Bereitschaft gegeben, irgendwas zu diskutieren oder was soll legalisiert werden, was ist eine Privatkopie heute, was ist eine private Nutzung. Da hat immer abgewunken und gesagt, na, das klären wir alles nachher und das gibt es eh schon und das brauchen wir jetzt nicht. Nur da hat man ganz offensichtlich einfach die Rechnung ohne den Wirt gemacht und das nicht funktioniert. Ja, da sind wir eh einer Meinung. Du brauchst die Arbeiterkammer nicht verteidigen. Nein, ich verteidige da nicht die Arbeiterkammer, sondern ich glaube, wichtiger wäre es gewesen, wenn die Kulturschaffenden tatsächlich hingegangen wären und ernsthafte Verhandlungen geführt hätten, da wäre man nämlich sehr wohl, weil so weit sind die Positionen nicht auseinandergelegen, da wäre man sehr wohl zu einer Lösung gekommen. Aber es war seitens der Industrie natürlich divide et impera. Solange sich die Konsumenten, Konsumentinnen und die Künstler, Künstlerinnen streiten, können wir in der Mitte sagen, naja, die Preise sind zu hoch, weil sonst kriegen die armen Kulturschaffenden nichts. Und Kulturschaffenden kann man sagen, ihr kriegt leider nichts, weil die Konsumenten zahlen nichts. Und damit ist man in beiden Seiten fein raus. Ich hab, ja, die Zuschauer kommen nicht gleich dran, ich bin jetzt schon ein bisschen Zeitverzug, weil ich habe immer noch zwei Fragerunden. Die eine, die werden wir jetzt ganz schnell machen. Es ist schon ganz kurz von dir angesprochen worden, nämlich die 70 Jahre. Also wie lange bleibt das Urheberrecht aufrecht, bis es sozusagen nicht mehr existiert. Da hat Österreich ja durchaus bewiesen, durchaus flexibel sein zu können. Also Thomas Bernhard hat ja festgehalten in seinem Testament, dass seine Werke 70 Jahre in Österreich nicht mehr aufgeführt werden dürfen. Die Erben haben offensichtlich gemerkt, dass dann doch dann recht viel Geld zu holen ist, wenn er aufgeführt wird. Und somit wird er auch wieder aufgeführt, also gegen seinen Willen im Testament. Gleichzeitig gibt es, und das sagt man ja immer, das ist der Mickey Mouse-Effekt, in den USA wird das Urheberrecht immer wieder so lang verlängert, immer wieder um den Zeitpunkt, wo Mickey Mouse auslaufen würde, damit es schön bei Disney bleibt. Was wäre denn so eine Urheberrechtsdauer im digitalen Zeitalter? Ist das überhaupt noch etwas, worüber man diskutieren soll? Sind die 70 Jahre okay? Es gibt ja Leute, wie zum Beispiel die schwedischen Piraten, glaube ich, die haben gesagt, sie wollen so 5 Jahre runterkürzen. Und es gibt aber auch schon sehr viele Stimmen, die sagen, man sollte das auf 90 Jahre erhöhen. Wie seht ihr das? Urheberrechtsdauer, ganz kurz bitte noch. Ganz kurz, also das gehört runtergebremst, ja, so kurz geht, und es geht leider in die ganz andere Richtung. Das ist ganz kurz. Auf? Ja, je mehr, umso besser, aber das ist. Was, ja, mehr oder weniger? Nein, also je geringer die Schutzdauer, umso besser. Und der genaue gegenteilige Trend ist im Augenblick europaweit mehr oder weniger Konsens, das, oder weltweit. Ja, das ist. Also es genügt schon, wenn das gebremst wird. Ja, also wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, wird schon genügen. Aber ja, gut. Die Minimalforderung ist, dass man das Urheberrecht auf die Lebensdauer der Kulturschaffenden reduziert. Ja gut, das ist ja keine Schutzdauer dann. Weil es eine Umverteilung von den Lebenden zu den Toten ist. Solange die Erben davon noch profitieren können, wird das, was vor allem durch Pauschalvergütungen etc. reinkommt, auch in diesem Verhältnis verteilt. Das heißt, es kriegen die Lebenden weniger
als sie kriegen würden, wenn das nur an Lebende ausgezahlt werden kann. Es gibt Berechnungen dazu. Eine der spannendsten war von Rufus Pollock, 2009 dürfte es gewesen sein. Der hat die optimale Dauer des Urheberrechts auf 15 Jahre berechnet. Der Ansatz, den ich am ehesten was abgewinnen kann, prinzipiell, ist von Landis und Posner ursprünglich in die Diskussion geworfen und dann abgewandelt in vielen Formen, das Indefinitely Renewable Copyright, also ein unendliches Urheberrecht, das aber immer wieder angemeldet werden muss. Ist ein Bruch natürlich mit der Urheberrechtstradition, weil es dahin geht, dass man es auch registrieren muss, das muss man ja jetzt nicht. Würde aber dahin gehen, und das hat der Joachim vorher schon kurz angesprochen, dass man sagt, okay, Urheberrechtsdauer von 5 Jahren wird alle 5 Jahre erneuert. If you don't use it, you lose it. Also wer es nicht verwendet, verliert. Das heißt, dass dann auch sehr viel mehr in Public Domain kommen würde, das sowieso nicht viel abwirft. Hätte den zusätzlichen Benefit, dass die Kulturschaffenden, die das nämlich verlängern können, jedes Mal nach 5 Jahren ihre Verträge auch neu verhandeln können. Das heißt, wenn das jetzt eine besonders junge Band war, die irgendwie gerade nach 5 Jahren sehr erfolgreich ist, können die ihre ersten Plattenverträge wieder neu verhandeln. Das heißt, es würde dorthin gehen, dass es die Verhandlungsposition der Kreativen auch wieder wesentlich stärkt, weil man die Rechte nie länger als für 5 Jahre abgeben kann. Ich kann mich erinnern, als ich die Aufnahmeprüfung fürs Max-Reinhardt-Seminar machte, musste ich unter anderem die Drei-Groschen-Oper regiemäßig vorbereiten. Man hat mich dann schon genommen am Reinhardt-Seminar, aber mit dem Hinweis, dass ich so gar nicht aufführen dürfte, weil die Brecht-Erben das niemals erlauben würde, weil ich ein paar Buchstaben und ein paar Sätze vertauscht habe. Ja, alle warten darauf, dass Brecht 70 Jahre tot ist. Also, ja, das ist nicht von mir, das hat schon wieder jemand anders relativ frustriert gesagt. Also meiner Ansicht nach, was schwierig zu diskutieren ist es Urheberrecht, also mit all dem ganzen Bündel, also auch Persönlichkeitsrechte, die kürzer sind als die Lebensdauer des einzelnen Urhebers selber. Was heißt, also ich stehe diesem immer wieder erneuern und dann use it or lose it eher etwas skeptisch gegenüber. Nicht was die kommerziellen Verwertungsrechte anlangt, da sind sicherlich Überlegungen richtig zu sagen, wir begrenzen Auswertungsdauern, aber vielleicht nicht beim Persönlichkeitsrecht. Das ist, glaube ich, relativ schwer zu verhandeln heutzutage, ganz einfach aus Künstlerseite heraus. Das ist in dem Vorschlag so. Auch, ja. Eben, also in der Richtung, nur um es klar zu machen, das heißt, auch da würde ich es genauso, wäre ich auch dafür zu sagen, Verwertungsrechte, einerseits werkbasiert, das heißt, also ein Werk wird 5 Jahre vor Tod des Urhebers geschaffen, hat eine Auswertungsdauer von x Jahren, sagen wir 15 Jahre oder 20 Jahre, in dem Vorschlag 15 Jahre, das heißt nach 10 Jahren nach dem Tod des Urhebers wird das Werk rechtefrei und zwar sowohl Persönlichkeits- als auch Verwertungsrechtefrei, weil der Urheber es ja nicht wieder erneuern kann, diese Verwertung. Das heißt, die Werkfreiheit oder die Gemeinfreiheit von Werken passiert nicht automatisch auf einen Schlag 70 Jahre oder x Jahre nach dem Tod des Urhebers, sondern sukzessive je nach Werk. Das heißt also, dass auch dann, wenn ein Urheber ein hohes Alter erreicht hat, dass man ihm dann noch immer noch eine Investition genehmigt, weil man sagt, na, wir können es in jedem Fall noch 15, 20 Jahre auswerten und nicht, wenn ein 95-Jähriger herkommt und sagt, na, mit dir machen wir nichts mehr, wir können das nur noch ein halbes Jahr auswerten. Wozu denn? Also insofern so ein Vorschlag, der so ein bisschen beides miteinander kombiniert, halte ich für sinnvoll. Inwieweit das natürlich umsetzbar ist, europäische Juristen sagen, dass also das höchste der Gefühle ist 50 Jahre plus Lebenszeit des Urhebers. Also das ist das, wovon man also träumen dürfte und das andere ist quasi nur Stanislaw Lem, irgendwie halt Science Fiction. Aber wir sollten trotzdem drüber reden. Ja. Ne? Letzte Runde, bisschen positive Zukunftsmusik, also wenn ihr jetzt, jeder für sich, ein paar Sachen sind eh schon genannt, aber wenn ihr jetzt ein modernes Urheberrecht machen dürft, was wären so die drei wichtigsten Dinge,
Außer die Sache, vielleicht, die wir schon genannt haben, nämlich Urhebervertragsrecht. Ich glaube, das war uns einig, dass das einer der ganz wesentlichen Punkte ist. Was wäre denn zu machen? Wer immer beginnen will. Nicht kommerzielle Nutzung. Also ich glaube, einer der wichtigen Dinge wäre aus meiner Sicht nicht kommerzielle Nutzung als klar definierte Schranke oder als klar definierte Kategorie einzuführen, weg vom Privat und öffentlich hin zu kommerziell, nicht kommerziell, weil das würde meines Erachtens einiges, was Internet-Online-Nutzung anlangt, vereinfachen, weil da siehe auch Streaming oder andere Dinge, es ja eigentlich immer die Frage ist, wie greift man in die Verwertungs- oder sonstigen Rechte der Urheber ein, wenn man mit fremdem Material, und wir reden ja nur über fremdes Material, wie man damit umgeht. Und da, glaube ich, wäre das eine neue Kategorie, die man aber ziemlich deutlich und sehr trennscharf und möglichst ohne großen Interpretationsspielraum, weil sonst profitieren nur wieder die Anwälte davon und die Gerichte, wenn man das einführen würde. Ich glaube, das wäre etwas, das wirklich Not täte. Würde auch Creative Commons gut tun, denn auch dort ist die Non-Commercial License immer wieder ein Streitpunkt. Also da eine klare Definitionsfrage zu klären. Danke. Bitte, wer möchte weitermachen? Ganz egal. Bist du? Wenn du willst. Ja. Natürlich. Bitte. Bevor der Streit sorge, dass du es jetzt bist. Grundforderung Nummer eins wäre, zu schauen, dass das Urheberrecht wieder dort die Verhältnisse regelt, wofür es eigentlich gemacht ist, nämlich zwischen Profis. Das sind Agenten, Produzenten, Vertriebe, Verlage, Kulturschaffenden, aber die User, Userinnen wieder rausnimmt. War immer so, war Jahrhunderte so, wirklich Jahrhunderte. Bis vor 30 Jahren war das, oder vor 20 Jahren auch noch, war das Einzige, wie ich das Urheberrecht als Normalverbraucher brechen konnte, entweder ich habe massig Kassetten aufgenommen und am Schwarzmarkt vercheckt, dann war das aber sozusagen jetzt auch nicht mehr privat, sondern, und das Zweite wäre, ich hätte zu Hause eine Party schmeißen können und Musik spielen, Eintritt verlangen und da kann ich nichts sagen. Aber das ist so mehr oder weniger alles, was ich als Privatperson hätte tun können, um mit dem Urheberrecht in Konflikt zu kommen. Heute, jeden Tag, wenn ich auf Facebook, Twitter, sonst irgendwo gehe, verletze ich in irgendeiner Form dieses Recht. Und das ist eine Situation, also die muss bereinigt sein, dass man da die Leute wieder rausnimmt. Deshalb eben von mir tendenziell die Neigung dahin, dass man sagt, relativ hohe Kompensationen, aber dafür Konsumenten, Konsumentinnen, User, Userinnen wieder rausnehmen. Zweiter Grundsatz, Kompensation statt Kontrolle. Das Urheberrecht im Moment funktioniert auf Kontrolle, auf der Kontrolle, dass man genau weiß, wer was, wo, wann, wie spielt. Das kann ich mir sparen, solange ich Kompensation habe. Deshalb auch dieser Vorschlag mit den gesetzlichen Lizenzen vorhin. Jeder kann alles verkaufen. Wichtig ist nur, dass kompensiert wird. Da geht es einmal um Verkaufen. Immer nur um, da bleiben diese Werke noch intakt. Der nächste Punkt wäre, Remix-Klauseln einzuführen. Das ist einfach etwas, wie Kultur immer funktioniert hat. Es ist immer genommen worden, was da war und verändert worden. Ist noch nie anders passiert und ich sehe jetzt auch nicht den Grund, warum man das jetzt verhindern sollte. Wie man das jetzt konkret umsetzt, dass trotzdem kompensiert wird, da muss man sich irgendwie noch Mechanismen überlegen, aber so weit muss man mal prinzipiell kommen, dass man sagt, ja, wir wollen das. Letzter Punkt sind jedenfalls, und das spielt auch wieder mit dem zusammen, dass man versucht, die Konsumenten, Konsumentinnen, User-Userinnen rauszunehmen. Als Minimum wäre es, die Fair-Use-Klauseln zu übernehmen, die auch das amerikanische Urheberrecht vorsieht.
wo es im Wesentlichen, also da gibt es einen Vierstufentest, nicht einen Dreistufentest, aber wo es im Wesentlichen darum geht, dass alles, was keine kommerzielle Nutzung oder die kommerzielle Auswertung stört, mehr oder weniger erlaubt ist. Und das ist eigentlich sehr viel und das erlaubt mehr, geht auch schon viel entspannter um mit den Verwendungen in sozialen Netzwerken zum Beispiel, weil das die kommerzielle Nutzung eben nicht stört. Ja. Ja, die wesentlichsten Sachen sind gesagt. Also wir haben auf der einen Seite die Rechtssicherheit, die ist ein riesiges Problem, die muss verbessert werden, die kann verbessert werden. Wir haben auf der anderen Seite die Ausweitung der freien Werknutzung, also die Vermehrung der Schranken, sodass auch diese Unterteilung in User und Produktion ist ja auch nicht mehr so ganz, das weißt du eh, ne? Also sind ja alle User irgendwie Produzenten und Produzentinnen und umgekehrt. Ja? Also die Kunstschaffenden sind ja auch ihrerseits Konsumenten und Userinnen und so weiter. Also die freiere Werknutzung, die Rechtssicherheit und, ich habe es kurz angedeutet, die Reform der Verwertungsgesellschaften, das sind die drei Geschichten unabhängig vom Vertragsrecht, das haben wir ausgewiegt besprochen, die mir am Herzen liegen und jede Verbesserung auf diesen Sektoren ist ein Schritt in die richtige Richtung. Festplattenabgabe wäre mir too little. Gibt es noch Fragen? Anmerkungen? Beschwerden? Bitte, ja, zwei sehe ich noch. Warten bitte, bis das Mikrofon da ist. Ich gehe jetzt mal nach hinten. Bitte. Ja, danke. Ja, ich wollte zur Frage des sozusagen der Einkommen der Kulturschaffenden noch anmerken. Ich glaube auch, dass die Kulturschaffenden nicht deswegen wenig verdienen, weil ihnen viel gestohlen wird, sondern primär, weil ihnen zu selten oder zu niedrigen Preisen etwas honoriert oder abgekauft wird. Also und mit abgekauft meine ich jetzt aber einen weiten Rechtsbegriff, also inklusive Vermietungen und Rechteverkäufe und so weiter, also nicht den reinen Objektverkauf. Jetzt, um das zu ändern, muss irgendwo Geld her, das ist auch klar. Und deswegen glaube ich auch, dass man ohne Wege den Verwertungssystemen Geld zuzuführen, vor allem den nicht kommerziellen Verwertungssystemen, Wolfgang hat die Kunsthallen angesprochen, in der Frage auch nicht weiterkommt, weil es wird, man könnte natürlich regeln, irgendwelche Mindesthonorare, die werden dazu führen, dass vielleicht weniger letztendlich beauftragt wird als jetzt, weil das Problem ja jetzt zum Beispiel ja auch ist, dass man auch einem halbwegs mächtigen Schreiber nichts anbietet, wenn das Medium, das publizieren will, nichts hat. Also insofern ist es nicht nur eine Machtfrage, sondern schon eine Ausstattungsfrage. Und das führt mir dazu, dass die Festplattenabgabe in einem Punkt, glaube ich, sinnvoll ist, aber nur dort, wo man sie radikal weiterdenken würde, nämlich dort, wo es um Wertschöpfungen geht. Nämlich, wo man sagt, wo passieren direkte und indirekte Wertschöpfungen? Und da kann man durchaus auch weiterdenken an die Tourismusindustrie, an die Frage der Creative Cities, die sich weltweit vermarkten, auch über die kreativen Potenziale, die in ihnen drinnen sind. Dass ich glaube, die Realität der aktuellen Ausbeutung ist eher, dass die Wertschöpfung woanders kapitalisiert wird, als sie kreativ geschaffen wird. Und deswegen kommt man ohne indirekte Modelle nicht an diesen Zaster. Und deswegen, weil das ja Bildungsveranstaltung ist, habe ich auch gelernt, dass es eher kontraproduktiv ist, das alles unter dem Thema Urheberrecht zu diskutieren. Das Urheberrecht ist eine klassische persönliche, ist ein Austausch von Leistung und Gegenleistung zwischen einem Urheber und einem Verwerter. Und alles, was wir uns aber erwarten wir uns eher von sowas wie, und so heißt es dann auch, Abgaben oder Steuern mit Umverteilungsinstanzen dazwischen. Und hier sehe ich einfach, glaube ich, dass das Dilemma wirklich ist, man diskutiert Urheberrechte, sollte aber eher diskutieren, dass möglichst pauschal abgeschöpft wird, aber dann auch möglichst radikal umverteilt wird, sodass eben das Geld, jetzt ganz plakativ, von Jeff Koons dann doch irgendwie seinen Weg in die kleine Kunsthalle findet, die dann vielleicht in die Lage versetzt wäre, ein besseres Künstlerinnenhonorar zu zahlen. Kurzfassung, ohne Umverteilungsinstanzen oder nur mit Umverteilungsinstanzen haben die pauschalen Wertschöpfungssysteme einen Sinn. Dankeschön, das war ein Kommentar, keine Frage. Also insofern. Die Frage wäre noch gewesen,
Also, okay. In welche Richtung man diese indirekten Wertschöpfungssysteme ausweiten könnte. So, danach bitte. Also ich möchte hier fragen, lediglich als Konsument von Musik, Musikvideos oder sonstigen Dingen. Mich interessiert eigentlich die Umverteilung jetzt außer ideell nicht besonders. Natürlich möchte ich haben, dass die Künstler ihr Leben, ihr Dasein fristen können und so fort. Ich bin nicht dagegen, absolut nicht. Aber was mich interessiert, ist die Rechtssicherheit. Wie kann ich Rechtssicherheit bekommen? Insbesondere, weil ich mich herumschlagen muss mit der Frage, auch heute schon erwähnt worden, ist das ein illegales Download oder nicht? Ich möchte gern dort, wo ich eine Quelle finde, etwas herunterladen können. Das ist mein Wunsch an das Urheberrechtsgesetz. Und ich möchte gerne dafür etwas entrichten, sodass es auch völlig egal ist, ob die Kopie legal oder illegal ist, sondern ich möchte ein Nutzungsrecht haben dafür, dass ich das eben abspielen darf. Trotz, geht das überhaupt, trotz des Urteils des EuGH, weil der hat ja nur gesagt, es ist eine Vergütung im Sinne einer Privatkopie, ist das nicht möglich. Aber was anderes ist, was, wenn ich mir die Rechte sowieso kaufe, wie beispielsweise ein Lokal, das Musik spielt, Rechte kauft, direkt, gegen leisten so Abgaben und es wird wahrscheinlich kein Mensch danach schauen, ob der jetzt ein legales Medium verwendet zum Abspielen oder ein illegales, denke ich mal. Ja, danke. Wo immer ihr... War noch irgendwo? Ah, okay, Entschuldigung. Ich habe jetzt nicht als Gast wahrgenommen, sondern als Filmer. Naja, du weißt ja, dass wir bei Radio Orange, glaube ich, 50 Sendungen zum Thema Urheberrecht gemacht haben. Und daher jetzt die Frage, eine europäische Verwertungsgesellschaft, die C3S, was könnte die in Österreich für einen Einfluss oder Veränderung haben? Und die zweite Frage ist, wenn es mal sowas gibt wie eine Festplattenabgabe, die ja gerade eingehoben wird vom Handel, am Fall Dietrich, wenn der jetzt in die Pleite geht, wo gehen dann die Gelder hin? Danke. Also wer immer beginnen will. War noch eine Frage? Habe ich was übersehen? Ah, Entschuldigung. Also, ja. Keine Frage stellen, da waren ja schon zu viele. Also erstens, von Dieter kriegt, glaube ich, niemand mehr ein Geld. Zweitens, mein Informationsstand ist, dass der nie eingehoben hat. Also da gab es oder so auch diesbezüglich nie was. Gut, aber jetzt möchte ich bitte das Podium bitten, die Fragen zu beantworten. Also C3S, glaube ich, sollte Joachim dann machen. Aber zu der Frage von Martin Fritz oder Kommentar mit Kurzfrage. Die Ausweitung der Abgabe, also die Abgabe auf für eine Privatkopie oder als Kompensation einer Privatkopie ist eine Kompensation für eine bestimmte Tätigkeit, und zwar die Kompensation eines bestimmten Schadens, der durch diese privaten Kopiervorgänge passiert ist. Das war die Idee. Dass davon jetzt irgendwie in die Hälfte in die USA geht und die andere Hälfte in den SKE-Fonds geht und der SKE-Fonds sich eigentlich als semistaatliche Kulturförderinstitution geriert, ist eine andere Geschichte. Und war auch schon Gegenstand eines juristischen Streits, ob das überhaupt legal ist, das zu machen. Ich muss sagen, ich glaube nicht, dass man dieses Problem ernsthaft über die Abgaben lösen kann, sondern das, wo du jetzt eigentlich hingehst, ist nichts anderes als eine Steuer, weil der Steuer ist frei in der Verwendung und der Abgabe ist gezielt in der Verwendung. Und da bin ich dann ganz bei dir. Natürlich kann man irgendwo die Steuern ein bisschen raufsetzen, um das Kulturbudget und vor allem hier die freien zur Verfügung stehenden Mittel und jetzt nicht die 95%, die ohnehin an die Institutionen gebunden sind, diese 5 bis 10% Messensausgaben zu verdoppeln, was eh auch noch Peanuts sind, ja, unterstreiche ich jederzeit gern, wird niemand merken, von der Größenordnung her.
Das ist nicht einmal ein Zwanzigstel Hypo, ja. Ich setze da bei Martin an, aber im Prinzip haben wir ja mit den SKEs haben wir ja eine Umverteilung. Ne? Das heißt, du hast ja bei allen Abgaben, bei der Leerkassettenvergütung, aber auch in Zukunft bei der Festplattenabgabe oder Breitbandabgabe, was immer, hast du ja einen Anteil, der an die SKEs geht. Meiner Meinung nach, und darum habe ich das auch gesagt, müssten diese Verteilungen über die SKE genauer kontrolliert und transparenter und demokratischer funktionieren und denen zugutekommen, die es wirklich brauchen. Das ist der Punkt. Und dann kann man immer noch über die Prozentsätze reden, die da ausgeschüttet werden. Aber die Mechanismen für eine Umverteilung in dem Zusammenhang wären schon gegeben. Und zum Thema Rechtssicherheit im Netz, ich meine, im Prinzip ist das die Frage, darf ich mit einem gestohlenen Fußball spielen? Ja? Jeder von uns wird das machen wahrscheinlich, ja? und hat kein schlechtes Gewissen damit. Von der Rechtsprechung her ist es nicht okay, aber die Rechtsprechung ist etwas, das wir alle miteinander bestimmen. Und das heißt, wir könnten in die Richtung tendieren, dass wir sagen, eigentlich könnte man das legalisieren, und der Meinung wäre ich schon. Ja? Auch wenn es nicht mein unmittelbar ureigenstes Thema ist, ich glaube, ich bin kein so großer Freund von zu vielen, zu großen Abgaben oder der Idee, möglichst viel zu kompensieren. Es muss ja nicht alles immer kompensiert werden. Also es gibt durchaus auch Rechte wie das Zitatrecht, wo man nicht daran denkt, dass man dafür jetzt eine eigene Abgabe einführt. Und mehr Rechte zu haben, aber dafür mehr zu bezahlen, ist vielleicht auch nicht ganz so treffsicher dann schlussendlich. Aber auf das nächste mit der Frage der legalen Privatkopie oder der illegalen Quelle, da ist eigentlich der umgekehrte Blick drauf für mich eher wichtig, nämlich nicht, was darf ich mit einer illegalen, also mit einer Kopie aus einer illegalen Quelle, ist ja keine Privatkopie, machen oder nicht. Im Grunde genommen ist das ja verhältnismäßig totes Recht, auch was das Umgehen von technischen Schutzmaßnahmen anlangt, DRM und Ähnliches. In Deutschland ist es kodifiziert, dass wir aus der illegalen Quelle keine legale Privatkopie ziehen dürfen, Paragraph 96 oder irgendwas in der Art, und europaweit, dass wir keine technischen Schutzmaßnahmen umgehen oder knacken dürfen, hat aber im Grunde genommen keine Auswirkungen. Das hat nie einen Prozess gegeben, keine Judikatur, es hat nie mal eine Abmahnung oder irgendeine Unterlassungsaufforderung gegeben. Darf ich da ganz kurz? Ja. Es hat meiner Meinung nach große Auswirkungen, und zwar die, dass es deswegen nicht kompensiert werden kann. Ja, in der Richtung, aber jetzt für den Endnutzer, also für ihn. Genau, für ihn selber hat das keine Auswirkungen, und im Grunde genommen danach zu fragen, ist auch falsch. Für einen selber, das ist eine moralische Frage, die sich jeder selber fragen muss, wenn man weiß, was zweifelsfrei da irgendwie passiert ist. Entscheidend ist ja, dass ja im Internet was angeboten wird. Du holst dir das ja runter von einer illegalen Quelle oder als solche ausgewiesene illegale Quelle, und da tun die Leute, die das illegal anbieten, natürlich in Urheberrechte eingreifen. Und das ist das, wogegen man vorgehen möchte als Rechteinhaber. Und das Dritte ist Stichwort Verwertungsgesellschaft auf europäischer Ebene oder allgemein europäischem Rahmen. Die Verwertungsgesellschaft C3S ist eine europäische Genossenschaft inzwischen geworden, hat 800 Mitglieder. Ich bin einer der Gründungsmitglieder, deswegen die Frage auch an mich. Und eigentlich das Ziel dieser Verwertungsgesellschaft ist das Ziel, das auch viele anderen haben oder gerade auch viele andere Rechteinhaber haben, nämlich einen einheitlichen europäischen Lizenzraum zu schaffen. Das heißt also, dass man nicht zu 28 verschiedenen Verwertungsgesellschaften mindestens gehen muss, um in Europa irgendein Online-Angebot zu leisten und ein Geschäftsmodell zu haben. Das, was, glaube ich, der Paul vorhin schon erläutert hat, wie schwierig es ist, Lizenzen zu ergattern, sondern dass man das über eine einzige Verwertungsgesellschaft macht. Und in dem Fall möchte die C3S nur für Musik entsprechende Online-Rechte anbieten. Wie der Name Cultural Commons Collecting Society schon erwähnt oder andeutet, geht es vor allem, aber nicht nur, um Creative Commons Lizenzen oder freie Lizenzen in Anführungszeichen, die darüber kommerziell ausgewertet werden sollen.
aber eben nicht nur als ein neues alternatives Modell, das auch, was die Verteilungsschlüssel, denn alle Bezugsberechtigten sind gleichsam dann auch Genossenschaftsmitglieder, was dann da auch ein bisschen innovativ sein soll, aber wie gesagt, jetzt ist man erstmal eine Genossenschaft, also man hat erstmal einen rechtlichen Rahmen, wie sich das weiterentwickelt, wird man sehen, ganz einfach auch deswegen, weil sich natürlich in Deutschland mit der, dort wo sie zuerst arbeitet, mit der GEMA natürlich was ändert, also GEMA-Vermutung. Das zum Beispiel wäre etwas, was wir in Österreich möglicherweise unmittelbar hätten, nämlich die Frage, ob es so eine Art von GEMA- oder AKM-Vermutung weiterhin für einen Online-Bereich überhaupt geben könnte. Ja, zum Schluss möchte ich noch einen Gedanken loswerden. Es ist, glaube ich, kein einziger Song in den letzten Monaten so oft auf YouTube hochgeladen worden. Manchmal mit Nachfrage, ob man das darf mit den rechten Nachfragen, meistens ohne rechte Nachfrage, wie Happy von Pharrell Williams. Es ist auch gleichzeitig kein Song so oft gekauft worden wie eben dieser. Also nicht immer ist das, was nicht darf, auch gleichzeitig ein kommerzieller Schaden. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei den Teilnehmern am Podium. Danke. Bei euch für das Zuhören. Wir können gerne jetzt noch bei einem Getränk da draußen, der Markus Stoff schaut ganz unglücklich, weil er gerne was gesagt hätte, noch das ein oder andere gemeinsam besprechen. Ich lade euch noch einmal ganz herzlich ein, am 26. Mai, wieder um 19 Uhr, wieder hier zum Thema Digital Education. Was bedeutet das gesamte Wissen des weltweiten Netzes in der Hosentasche zu haben für die moderne Bildungspolitik? In diesem Sinne, danke auch der Gründer Bildungswerkstatt für die wunderbare Kooperation und einen schönen Abend noch. Danke.